prophecy, the pieces I have learned. Said the daughter of the reaper has been searching for the keeper, and I fear she'll let me burn. Locked tight up in the tower on top of the domain of humanity, the godhood that I've earned. When you're holding on to majesty, you fear the hunt of travesty, the balance may return. Habe ich mich für erfolgreich selber abgelenkt und fast vergessen, dass ich ja noch Dinge drücken muss. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin zu hören und die Musik ist noch ein bisschen laut, wenn ich das richtig interpretiere. Und sprechen ist auch schwierig. Ich war gerade noch am Umziehen, weil ich gerade eben noch in Zivil unterwegs war. Und dementsprechend noch am Umbauen. Ich bin zu hören und die Musik ist die zu laut und auch das Game, oder passt das? Da muss ich mal irgendwie eine sinnvollere Lösung finden, dass ich das selber besser merke. Außerdem habe ich noch eine Waffe. Ich habe mir die gute Layer-Rüstung wieder gekauft. Oh, ich wollte die hier mitnehmen. Bedeutet, ich brauche eine andere Munition. Sieben noch. Hier. Ja gut, halb voll. Räume ich einfach mal weg und nehme aber hier noch das mit. So. Sehr schön, danke. Ich habe Sachen. Habe ich einen Traktorbeam? Habe ich. Guten Tag. Achso. Ich sollte auch dich wieder entmuten. Ich habe vorhin noch davon gesprochen, dass ich das nicht vergessen sollte. Ich habe die Kamera gefixt, ich bin so gut. Oh, wollte sie nicht? Vorhin hat sie funktioniert und jetzt zu Streamstart war sie so, nö. War der fixed denn? Das ist gut. Ich habe sie an- und wieder ausgeschalten. Ist ja auch keine Fußcam mehr. War sie vorher auch nicht. Sie lag auf meinem Schreibtisch. Ist mir egal. Mit der Linse zur Decke. Ja, ja. Keine Fußcam. No, no. Cursed. So. Du bist noch... Ah, wo bist du denn? Das ist eine sehr gute Frage. Du oben auf PO? Ich habe keine Antworten für dich. Und wenn ja, warum? Ich weiß nicht mal, wie ich aus diesem Bett rauskomme. Hallo Daos! Hallo Daos! Ich schalte euch mal kurz rüber auf den Hauptbildschirm, dann könnt ihr mich auslachen, wenn ich versuche, aus dem Bett aufzustehen. Auch das Daos ist kann ja mir sagen, Neues. Ob ich PO richtig erkenne. Daos kann mir sagen, wo zur Hölle ich bin. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Oh, ich bin so froh. Wo ist die Kamera? Da. Der Joystick ist angestöpselt und umgebaut auf die linke Hand. Aber ich habe mich noch nicht um die Keybinds gekümmert. Das machen wir nachher während dem Quantum oder so. Mal gucken. Ja, das ich glaube auch. PO, Daos. Gehe davon aus, von den Kilometern her. Das ist Nudelsuppe, das kann ich euch sagen. Nudelsuppe? Big Bennies. Okay. Ja, PO. Guten Appetit. Dankeschön. Dann komme ich gleich mal hoch. Ich habe die Kategorie nicht umgestellt. Machst du sehr gut. Das müssen wir nochmal an. Ich bin, trust me, I'm an engineer.
There we go. Darfst du aussuchen, C8R oder Kerek? C8R kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Es ist das ganz kleine, das ist dieses kleine Schiff mit dem Krankenbett. Curry hat die ohne Krankenbett. Oh, die Pisces. Die Pisces, genau. Ist mir egal, was dir lieber ist. Mir ist das auch Wurst. Das eine ist halt groß und hat Schild, dafür kann ich halt keine Waffen. Das andere hat kaum Waffen, dafür habe ich die Waffen auf dem Pilotensitz. Also ein bisschen die Frage, was wollen wir machen? Keine Ahnung. Du wolltest mir die Mole zeigen. Das ist richtig, die würde ich dir oben zeigen. Ich muss halt nur, ich bin unten, ich muss zu dir hochkommen. Ja, mir ist das die Frage. Was du willst. Ist hier schon eine Vollstellung für den Joystick? Ich habe noch gar nichts gemacht. Es gibt für den 16K aber keine Voreinstellung für linke Hand, nur für rechte Hand. Habe ich gerade eben schon nachgeschaut. Immer dieser Stress von da aus. Nix Stress. Nein, nein, alles gut. Nicht stressen. Ich kann ja gerade eh nichts machen. Wir warten ja gerade eh auf Klönk. Also können wir uns auch um Einstellungen kümmern. Okay. Ich bin unentschlossen. Ich hätte irgendwie Lust auf die... Ach warte, ich habe bei dir oben die Mercury. Ich glaube, die würde ich nehmen wollen. What does this mean? Ein Schiff. Oh nee, warte. Frag mal... Conversion Settings. Das ist nicht so gut. Frag mal Daos, wie er eine Mercury parken würde. Daos, wie würdest du eine Mercury parken? Ich glaube, du kennst den Clip nicht. Nein? Hm? Gar nicht. Ah, okay. Alles klar. Do I want to know? Ah. Hier liegt so viel Müll rum. Advanced. Flight Movement. Aha, there we go. So, ich könnte jetzt Info. Natürlich noch... das machen wir später, glaube ich. Kann ich gerade sowieso nicht machen. Ich habe noch keinen guten Quantum in der Mercury. Den könnte ich hier unten kaufen, aber dann müssten wir nochmal hier runter, beziehungsweise ich müsste da hinlaufen. Ich nehme das hier. Hilfe, Daos. Hätte ich mich rechtzeitig darum kümmern sollen, ja. Nein. Ich finde das immer noch, obwohl das hält auch nicht richtig, fällt mir gerade auf. Weil das Kabel unten drunter liegt, das ist natürlich schlau. Okay, funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Dass das ich glaube, du willst da Beschleunigen drauf haben, ne? War dein Plan. Was? Oder was wolltest du mit dem Stick machen? Ich wollte quasi... Oh Gott, ich habe nur so eine halbe Vorstellung, weil ich keine Ahnung von Star Citizen habe. Mhm. Aber ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich quasi, ich glaube primär, dass das Straven auf dem Stick habe und halt Gas und so auf der Maus und halt Field of Vision und so. Aber das war die vage Vorstellung. Ich weiß nicht, was ich tatsächlich hier tue. Ich tue nur so. Dürfte ich bitte was trinken? Das wäre mir sehr, sehr lieb, weil ich bin am Verdursten. Das Ding ist, ich glaube auch mein Gehirn wird sich jetzt ein bisschen hier Spaß haben. Ja, ich habe ja hoffentlich bald einen zweiten Stick. Wenn alles gut geht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also links, rechts, hoch, runter auf dem linken Stick. Ja, das war so der Gedanke. Und halt quasi Kamera bewegen mit der Maus und Gas auf dem Mausrad, wo es ja sowieso ist. Also Acceleration. Ist auch so wie bei mir. Ja, exakt, Daos. 10 von 10. You are clear to launch. The question is, how do I? Ja, gut, das ist eine gute Frage. Ich habe ja aktuell den linken Stick. Ja. Nein, rechten Stick, genau. Das Ding ist nämlich... Okay, Moment.
Ja, wir machen das mal. Ich stelle das jetzt einfach ein und im Notfall kann ich auf zurücksetzen drücken, ne? Eventuell machst du vorher einen Export. Warum? Damit du es wirklich so zurückstellen kannst, weil wir hatten ja schon Sachen an deinem verändert. Du kannst ja, aber unten das war nur, das was wir bei mir verändert haben, war nur Sprinten. Huch! Ne, und Droppen auch noch. Was? Droppen hatten wir auch noch eingestellt. Droppen? What did I do? Ich hab's kaputt gemacht. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Advanced. Oh, wow, okay, wait. Nein, ich schaff das mit links und rechts schon. Ja, genau, aber das ist halt vor allem für die rechte Hand. Du kannst aber auch sonst das Duel einfach mal laden und schauen, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Das weiß ich auch nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Fliegen an sich. Also das Movement, damit ich nicht irgendwo Duel müsste gehen, meinst du? Ich habe ja Maus auf der rechten Hand. Ja, aber das ist eine Additiv. Also für den Stick. Der Stick und Maus können nebeneinander laufen. Wir könnten auch, weil potenziell nicht ganz unsinnvoll, den Arena-Commander besuchen. Weil wenn du hier stirbst, ist doof. Wenn du im Arena-Commander stirbst, ist nicht so schlimm. Ich wollte mal ein bisschen bremsen. Ich habe Fragen. Ich hatte dir ja schon von dem Star Marine erzählt, was ein Modul ist, um FPS zu üben. Und Arena Commander ist halt so ähnlich, nur halt für Schiffe fliegen. Thompson soll gar nicht sterben. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Nicht für. Ich kann doch hier irgendwo aussteigen. Da. Warte, Z-Achse ist das hier, ne? Oh Gott, Gehirn. Ja, einstellen macht Spaß. I am confusion. Moment, ich muss mich mal kurz um die Musik kümmern. Die gibt uns nämlich gerade den Geist auf. Armband und Tattoo wird nicht helfen, weil ich dann ja trotzdem hinschauen muss. Das ist, rechts, links ist einfach nicht bei mir. Das wird auch nicht ändern. Oh Gott. So. Okay. Machen jetzt weibige Musik zum Joystick einstellen. Ich wollte dir mal dieses Schiff zeigen, weil ich Argo sehr gerne mag. Ist der Lebenswille ja herkommen. So. Guter Anfang. Ja, finde ich auch. Das Ding ist, was ist der Unterschied zwischen Strafe und Pitch und Yaw? Pitch und Yaw ist doch, wo du hinschaust, oder bin ich jetzt gerade falsch? Weiß ich nicht. Das eine ist, wo du hinschaust, und wenn ich mich gerade nicht irre, müsste das eine sein, wo du hinschaust, und das andere, wo du hinfliegst, wo du hin beschleunigst. Und Strafe und was ist das andere? Müsste das Beschleunigen sein. Okay, we're gonna try this. Pitch and Yaws quasi neigen. Okay, also das, was ich... Dann hatte ich recht. Passt ja. Doch, das, was ich mit der Maus quasi mache. Genau. Eigentlich. Gut. Heißt, wir ignorieren das einfach hier. Und strafe up. Ich drücke jetzt einfach mal Yes und hoffe, dass ich es nicht kaputt mache. Das Ding ist jetzt, mit dem Straven, weiß der jetzt, in welche Richtung ich strafe? Oder... Moinster, das steht jetzt, da steht jetzt nämlich nur Y, also just Y-Axis. Ja, weil das ein, das ist ein Wert zwischen 0 und 255 oder sogar 1024. Wenn du in die Controls gehst, dann gibt es dort ordentlich auch noch, dass du das inverten kannst, wenn es falsch rum ist. Ich kann auch das hier machen, ne? Irgendwo. Oh, no, da on. Yeah. Okay. Oh, Satch. Ich hätte jetzt auch gern Chips.
Aber dafür habe ich Frösche, das ist auch gut. Ich hätte den Stream auch, wie viele Citizens Infuriated Tobi mit den Knopfeinstellungen nennen. Hm? Okay. Gas ist über die Maus. Heißt, das ignorieren wir für den. Sag mal, Stick? Ich sag nichts. Landing System. Ja, genau, der Tobi mit Ausrufezeichen Tobi oder Multi oder auch unten im Titel. Der stellt gerade seinen einen Thrustmaster 16K ein. Der leidet. Ich brauche mehr Bildschirme. Ich setze mir das jetzt einfach auf Knöpfe und suche dann noch 80 Mal, welchen Knopf ich dafür nehmen muss. Ja, das ist, es ist Spaß am Anfang. Es ist, ich glaube, ich habe Stunde oder zwei das aufgesetzt, meine zwei Sticks. Und danach hatte ich mir irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr, ich lasse das jetzt einfach genauso. Muss da demnächst nochmal ran. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, welcher Knopf was macht eigentlich. Heißt es, ist nicht das, was ich meinte. Ein bisschen was kann ich dir ja sagen, wenn du mir so einen Namen sagst. Und ich habe mittlerweile. Das kann ich mir nicht merken, weil ich nicht weiß, welcher Knopf auf dem Stick welche Nummer hat, Klink. Genau? Nee. Wenn in den Einstellungen Knopf 12 steht, sagt mir das nichts. Ach so rum, ja, das ist wahr. Das ist ein gutes Argument, weil das weiß ich auch nicht. So. Aber es zeigt dir auch immer schön an, was da noch alles drauf liegt. Okay. Das sagt niemandem etwas. Ja, das wundert mich nicht. Hast du eine Waffe dabei? Ja, hast du. Bestimmt. Du hast eine P4 dabei. Du bist gar nicht mal so unendlich ausgerüstet zu mir. Wir werden wahrscheinlich nachher noch feststellen, welche Einstellungen ich alle vergessen habe. Aber bisher lasse ich das jetzt erstmal einfach. Das gibt so. Genug. Und nachher fliege ich dann in irgendeine Wand. Okay. Stick ist anwesend. Theoretisch kann ich fliegen. Praktisch wird das schwieriger. Wollen wir mal die Mole anschauen? Ja, wo bist du? Ich stehe direkt neben dir. Also jetzt nicht mehr, weil du weggerannt bist. Und die Mole ist auch schon da. Ich will dich ja von Drake weg organisieren. Das wird nicht funktionieren. Ich will dir zumindest Mole zeigen. Argo zeigen heißen sie. Wo das steht die? Ich glaube, die stand auf 2. Irgendwie zeigt es mir gerade nicht an. Das Ding bei Sticks ist am besten die Standardeinstellung erst lernen und dann selber einstellen. Dann weiß man, was man wo drauf gelegt hat und erst das Wichtige, den Rest so nach und nach. Das ist ein Klotz. Das ist ein Klotz, ja, das ist Argo. Das ist das große Mining-Schiff. Willst du mich von Drake wegbringen? Du warst ja noch nicht drin, aber du magst ja den Industrielook bei Drake. Das kann ich auch verstehen, aber ich finde halt den Nein. Ich mag den, meine Rüstung fängt gleich an zu rosten-Look von Drake. Ach so, ich dachte, ich das war vor allen Dingen Industrielook. Ich mag den, das hält zusammen mit Duct Tape und Sekundenkleber. Und irgendwo ein Kaugummi dazwischen. Ja, okay. Jetzt schreiben sie bei mir im Chat auch schon, Drake ist gut. Ja. Werde ich verraten. Tja. Aber Mode ist... Okay. Ja, das muss so. Einfach reinsteigen. Sure. Natürlich muss das so. Es ist ein Feature. Nee, das hier ist das große Mining-Schiff, was es aktuell gibt. Es werden noch größere kommen, aber das ist so aktuell das größte. Und das mag ich halt an dem hier. Es ist halt ordentlich, aber Industrie. Es ist nicht so schön, so unschön alles verkleidet wie bei Crusader. Weil das Argument sehe ich durchaus ein. Aber nicht hier hinten reinsetzen, das wird doof. Okay. Das Ding fährt aus, wo ich gerade drin stehe. Das ist der Mining Turret und der fährt aus und dann steckt er im Boden und das ist dann doof. Das mag ich halt an dem Schiff hier. Es ist ordentlich, es ist geputzt, aber es ist nicht überall verkleidet, sondern einfach funktionell. Kenn ich deine Flotte? Ich weiß gerade gar nicht, aber ich würde jetzt mal spontan mich erinnern, dass du ein Drake Complete Pack hast. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, 2 Kraken. Nein, du sollst die Leiter nicht wieder runtergehen, du sollst gerade ausgehen.
Ich weiß, das ist schwierig, aber... Tu mir einen Gefallen. Nein. Ja, genau. Also zwei Kraken war, glaube ich, auch richtig. Und dann hatte ich es richtig. Das ist halt hier also auch so... Ja, es ist halt... Es ist funktioniert. Es ist nicht eine Blechwand wie bei Misk. Es ist nicht rostend wie bei Drake. Und es ist Industrie. Ja, genau. Und hier vorne, das sind zum Beispiel die Mining-Traktorstrahlen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Und hier vorne ist dann auch ein schönes ausschauhaltendes Cockpit. Unhöflich. Was ist denn jetzt schon wieder unhöflich? Die Türen gehen andauernd in mein Gesicht zu. Wer da angeschrien? Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Ja, die Stil ist... Nein, es muss nicht rosten. Es ist Weltraum, da mag ich es nicht rosten. Doch, doch, das muss so klingen. Ich bin gestern mit... Ich dachte, das hätten wir geklärt. Gestern mit Confi, Dars, Elf und ich sind runtergeflogen. Ich glaube, von Grimhex nach Oweisen oder irgend sowas. Ich weiß, nee, von wo auch immer. Zumindest mussten wir fliegen. Und Confi hatte eine Kette da. Und ich habe kurz Elf gefragt, ob ich ein anderes Schiff noch spawnen soll. Damit er nicht in ein Drake-Schiff einsteigen muss. Und er ist dann zähneknirschend in das Drake eingestiegen. Mit mir zusammen. Oh. Aber ich würde die hier mal stehen lassen, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt heute meinen wollen würde. Das war die Frage, wir könnten... So oder so, ne? Wenn du magst, können wir entweder nochmal die Horizon-Mission machen. Du hast jetzt schon wieder so gelacht. Was habe ich getan? Achso, das Schiff wackeln, das muss so. Nein. Es, ich wünschte, es wäre nur das wackelnde Schiff. Tschüss. Oh. Ja, ich habe mir eventuell das Schiff ein bisschen auf den Kopf gesetzt. Fahrstühle sind nicht ganz ungefährlich. Oh, jetzt bist du wieder normal. Steh mal wieder auf. Wundervoll. Ich war eigentlich gar nicht im Quatschen. Ich hab's gerade gesehen, ich war Schrödingers Klönk. Ja. Schrödingers Klönk ist sehr freundlich ausgedrückt. Ja, ich existierte und existierte nicht. Ja, gleichzeitig. Ja, es passiert manchmal. War überhaupt nicht beunruhigend. Ich muss vielleicht die Musik ein bisschen leiser machen, ne? Ich hab ja, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich hab mir bei Chris Wayne Duct Tape mit Drake-Logo gewünscht. Aber ich glaube, es ist leider untergegangen. I want. Ja, genau. Das wär auch sowas, was ich mir kaufen würde. Du hast hier auch das Cybertape gesehen, was ich habe. Cybertape? Das Tape um dein Geburtstagsgeschenk war Cybertape. Ah, ja. I remember. Die Box steht hier übrigens immer noch rum, weil ich so ein unfassbar aufgeräumter Mensch bin. Die Box von dem Gamersub steht hier auch noch rum. Ich muss mal kurz was trinken. Was habe ich denn hier? Nichts zu trinken dabei. Das ist natürlich... Das ist doof. Ich hätte was dabei. Kannst du mir das in die Hand drücken? In die Hand drücken nicht, aber ich kann es dir gleich hier ins Schiff setzen. Nice. D10. Ansonsten kann ich bestimmt auch gleich was kaufen irgendwo, aber... Könntest du da vorne, aber ich habe, wie gesagt, ich habe was dabei und je nachdem, was wir machen, würden wir jetzt auch noch mehr holen. Ja. Die Frage, hast du eher Lust auf einen Bunker oder auf einen Häuserkampf? Mir ist es eigentlich echt egal. Wir können auch erst Häuserkampf und dann Bunker machen und dann vielleicht noch eine Ad-90. Ja, logisch, in dieser Reihenfolge. Ja, das... Machen Zeit. Oh, ich sollte vielleicht den Helm wieder aufziehen. Ach, du stehst neben mir. Okay, ja, bei mir standst du nämlich noch drin und ich dachte mir gerade so, gut, dann bleib halt da. Excuse me, Sir. Ah, yes. Physics. Ja, vor allen Dingen Sauerstoff. Nein, daraus. Ganz ruhig. Weil... Für uns als Player?
Ja, du, ich habe noch gefühlt alle Boxen. Ich habe so viele Boxen hier neben mir rumhängen. Ich habe auch noch irgendwie zwei Pakete von meiner Arbeit, die ich beide schon leer gemacht habe, aber die Boxen stehen irgendwo rum. Ja, genau. Gut, die behalte ich meistens. Was weiß ich, und vor allen Dingen die Apple-Boxen, die sind ja schön, also der Mac und iPad und so. Die habe ich alle nach hinten geschoben, um die Kerze davor stellen zu können. Stehen alle auf dem Regal schön. Da ist kein Mord. No, no. Außerdem, warte, welcher Knopf ist es? Ich weiß es nicht. Müsste ich nicht... Was hast du vor? Knöpfe. Ich müsste irgendwo eine Waffe haben, aber ich krieg sie gerade nicht gezogen. Ja, das nennt sich waffenfreie Zone. Ah, das ergibt natürlich Sinn. So, ich muss mal kurz schauen, ob ich dieses Schiff reparieren kann. Ich bin schon länger nicht mehr geflogen. Das ist der Finger des Todes. Genau, ich brauche gar keine P4. Das geht auch so. So böse sind deine Finger gar nicht. Ich hab dich ja auch noch nicht richtig gepiekst. Okay. Ich dachte, du hättest sonst das... Sonst weint wieder jemand. Nö. Hast du nicht gesagt, ich habe nur so doll da ausgepiekst? Ja, aber ich habe deinen Arm gepiekst und nicht deine... Ach ja, stimmt. Das ist jetzt wahr. Ich habe Mission geshared. Ich hoffe, du hast angenommen. Oh, ich hab Knopf. Guckt über die Tasse. Ich wollte kurz schauen, ob ich das Schiff reparieren kann. Und dann habe ich es vergessen. Ich kann. Wieso will das 2000 AOEC an Sprit haben? Das kann ich nicht. Das ist doch fies. Was soll ich machen? Ah, Coltiums. Wir können uns natürlich auch den Elf herbeisammeln und ich wollte gleich nach Microtech und da eventuell Ad 90 machen, dann können wir mal die Halbrost aussehenden, aber nicht rostenden Envil-Schiffe zeigen. Auch das können wir tun. Elf, hast du Lust? Ah, was war das zum Henker? Vielleicht sollte doch ich fliegen. Will ich dir meine MSR geben? Ich glaube, das möchten wir beide nicht. Außerdem möchtest du... Ah ja, dann geh erstmal essen. Wir wollten jetzt auf jeden Fall erstmal einen Waffelbait machen. Und dann wollte ich eventuell mir einfach noch schnell den XL1 kaufen und mit der MSR dann rüber nach Microtech. Aber dann guten Hunger. Moin Elf. Auch von mir guten Hunger. Tun Sie das Mumpfen. Food on board. Ich glaube nicht, weil dein Server mich nicht mochte oder irgendwie sowas. Also ich hatte es versucht und dein Server sagte nur permanent voll und dann sagte er einen Platz frei und dann sagte er, aber du darfst trotzdem nicht joinen und dann hatte ich es gelassen. Hallo Horizon. Ist eigentlich Horizon oder Orison? Es gibt die Ansage und ich hatte es mir auch schon mal angehört und drauf geachtet, aber dann wieder vergessen. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da kann ich mal direkt hinfliegen. Ja, Brushwood E. Das Schiff mal nicht so. Achso, falsche Taste, dann geht's vielleicht besser. Ich habe mir heute mal den Tee gemacht, den ich geschenkt bekommen habe. Ich habe die Menge Zucker, die ich da reingetan habe, einfach nur Mori-approved genannt. Oh Gott. Ihr sollt nicht die halbe Tasse Zucker machen. Das ist nicht gut. Aber lecker. Jetzt schmeckt man den Tee nicht mehr. Doch, den schmeckst du trotzdem noch. Das glaube ich dir nicht. Ja, ist aber so. Probier doch mal aus. Nein, ich habe es schon probiert. Deshalb weiß ich ja, dass man ihn nicht schmeckt. Den schmeckt man voll. Ey, kommt drauf an. Manchmal ist zu... Also manchmal nicht, ja. Durchaus sehe ich vollkommen ein, aber manchmal habe ich Lust auf Zucker im Tee. Ja, ich trinke auch Zucker in meinem Tee. Aber nicht eine halbe Packung. Ich habe 2 Teelöffel pro Tasse. Und Klönk und andere Kreaturen haben 5 Teelöffel pro Tasse. Normalerweise nicht, hey. Normalerweise tue ich auch nur 2 Teelöffel rein. Aber heute hatte ich mal Lust auf 5. Ich glaube, es waren auch nur 4.
Ja, war alles. Sieht man ja auf dem Bild, dass das alle Slots frei sind. Was? Geht um unser herrlichstes Chaos von gestern. Und wir räumen mal schnell, was waren das, 500 Pakete von einem Schiff in ein anderes Schiff? As one does. Und lassen uns dabei auch mehrmals umbringen? Ich bin nur zweimal gestorben. Dass du überhaupt zweimal gestorben bist, während du Kisten von einem Schiff ins andere geräumt hast, ist ein bisschen beunruhigend. Andererseits war Curry dabei. Wobei ich auch nur zweimal ausgenockt worden bin. Also ich wurde wieder gerettet. Dann. In den richtigen Tod, ja. Curry hat diesen auch verursacht, zumindest soweit ich das einschätzen kann. Der war Daos. Daos war komplett tot. Uff. Ja gut, bei 500 Millilitern sind 6 Teelöffel auch nicht mehr ganz so viel. Doch. Ich muss mir auch mal diesen tollen Shaker kaufen, den du hast. Welchen? Ich wollte dich noch auspressen, wo du den her hast, mit dem Ball. Weil für das Pulver ist der ist von Amazon, ist ja, die kosten irgendwie 7 Euro. Ja, muss ich mir bestellen. Ich habe ja sogar gerade eben noch einen Amazon-Gutschein gefunden. Legit einfach Shaker bei Amazon ja. eingeben. Ich wollte halt einen mit so einem Ball haben, weil das ist, glaube ich, besser. Ich habe jetzt noch keine Pros und Cons gehabt, von wegen Sieb versus Ball, aber... Ja, ich meine jetzt also für das, in den Energy finde ich den Sieb gar nicht schlecht, aber für das Pulver, was wir geschenkt bekommen haben. Ah, ja. Exasperated Toby Noises in the Background. Buff? Achso, ja, wegen Zucker. Ja. Ja, probably. Das ist korrekt. Euer Zuckerkonsum ist ungesund, sage ich. Ich konsumiere diesen Zucker nur nicht im Tee. Eventuell ist mir heute Morgen aufgefallen, dass meine Kiste Apfelringe leer ist. Ich war ein bisschen traurig. Du machst mir Angst, weißt du was? Wie viel Kilo waren das? Ich war nur 1,2. Ja. Ah, nur 1,2 Kilo, ne? Das geht schon mal schnell alle. Ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Du hast bestimmt noch von den Kirschen übrig. Natürlich, sagen. Die ist noch fast komplett voll. Sagt der Koffein wie sonst was konsumiert. Das ist korrekt. Fair. Allerdings, ich habe ADHS. Ich darf ich das. Ich hab nicht mal Tobis Stream auf. Aber ich weh. Den Gesichtsausdruck. Und dann wieder die guten Emojis. Weiß gar nicht, welches Gebäude ist eh. Das kann Rushwood. Ich war schon länger nicht mehr. Also ich weiß gerade nicht mehr, welches Rushwood ist. Rushwood ist das zweite. Oben unten. Weiß? Achso. Ah, aber ich weiß den Gesichtsausdruck. Ja, ich sehe. Oh, und danke, Daos. Wir haben einen Shoutout bekommen. In dem, falls ihr gute Unterhaltung sucht. Oh. Ja, du warst das nicht, wer war's denn? Dann würde ich mal deinen Discord Account überprüfen, nicht, dass der gehackt worden ist. Der Spionageklönk soll das nicht sagen. Zu spät. Zu spät. Ich muss mal noch nach einem neuen Monitor schauen, nach wie vor. Ich habe ja nur 34 Zoll. Ja, schönen Abend, Jakob. Und deine Monitore, ne?
Weiß gar nicht, wie groß sind die von da aus? Sind das auch nur 34 oder? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass einer davon curved ist. Das ist alle Informationen, die ich dir zu Daos Monitoren geben kann. Wie viele Monitore willst du denn verstehen. Noch, Daos? Du hast doch irgendwie schon 4. Was? Ich hab halt... Wo willst du denn noch hinstellen? Ich hab hier meinen 34 Zoll Monitor, ich habe meinen 24 für OBS. Ich habe meinen 13 Zoll Mac hier stehen, auf dem der Chat offen ist. Und daneben liegt noch mein iPad mit einer OBS-Fernsteuer-App, dass ich das nutzen kann. 31,5, das ist ja süß. Monitor. Und auf dem ist OBS drauf. Die sind beide 24. Das ist möglich. Ich glaube, Vitol hat das Ding nicht, ne? Waff. Fragte mich gerade, ob das Ding Vitol hat. 30 cm klingt ganz schön nah. Ja gut, du hast keinen Platz, aber ansonsten so... Gefühlt Augenärzte do not approve of that. Ich glaube, Augenärzte do not approve of a lot of things, dass die Gamer tun. Besonders PC-Gamer. Bam. Habe ich meine Fahrwerke schon ausgefahren? Ja, das könnte das sein. Ein? Nein. Wie Clank manchmal landet, ne? Was denn? Achso. Wir haben in letzter Zeit wieder ein bisschen Space Engineers gespielt und die Steuerung ist unterschiedlich und das ist annoying. Ja. Mhm. Ich schiebe es einfach auf die Steuerung. It's das Gute fine. Ist, hier ist umgucken auf Y. In Space Engineers ist auf Y ausschalten. Nein, ich bin noch nicht abgestürzt. Wieso habe ich nur noch 3 Schuss im Magazin? Immer ausreden. Ich brauche übrigens immer noch was zu trinken. Achso, ja, guter Tipp. Hier. Du weißt doch, wenn ich sonst so schaue, Elf. Ich hab mir das halt so abgeguckt mit dem Ausreden. Und mit dem nie schuld sein. Ich kann dir übrigens noch einen Tipp geben. Hm? Durch den geschlossenen Helm zu trinken ist meist relativ schwierig. Darf ich es erstmal aufheben? Ich war doch dabei. Wait, ist es links oder rechtsklick? Links. Aha. Linksklick, ja. Jetzt bin ich auf. Ich glaube, wir müssen mal was tun. Yeet. Ich muss erst mein Helm wieder aufziehen. Ich meine, ich muss nicht, weil wir auf Horizon sind, aber ich würde gerne. So. Ach, komm schon. Wo geht's raus? Da geht's raus. Hinten. Wir könnten auch einen Tobi hat sich im Schiff verlaufen Counter aufmachen, glaube ich. Ich wollte ja noch schauen, ob irgendwer hier eine Starfarer hat. Nein, scheiße. Ich habe C gedrückt, weil... Crouchen. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß sogar... Nee, von welchem Game ist der Keybind? Der ist von COD, der ist von Space Engineers, der ist von ganz, ganz vielen Games. Mein Crouch in COD ist auf Shift wie immer. Ja, du bist aber auch komisch. Shift hat den Toggle für Prone und so. Ich bin nicht komisch, hallo? Das finde ich jetzt unhöflich. Junge, wie viele Kugeln fressen die denn? Ja, die stehen gerade irgendwie auch seltsam und so. Also die stehen ziemlich fies für uns. Haben wir noch einen? Hm? Ich habe einen gehört. Ah, hier. Ah, jetzt hat's funktioniert. Sehr schön. Du bist gerade auch von hinter mir nach vorne teleportiert. Oh. There we go. Hast du eigentlich einen Karl angenommen? Ja, schon lange. Sehr gut.
8 haben wir noch. Oh shit, ich werde angeschossen. Die Frage ist von wo? Ich habe ihn auch gehört. Ah. Das war er nicht, aber da ist er nochmal. Oh. Wo? I do not see. Angry Bengal Noises? Tobi und nicht komisch, dann will ich nicht mehr mit ihm befreundet sein. Normale Menschen sind gruselig. Das unterschreibe ich so. Theft. Einen hatte ich gerade noch gesehen. Oh no. Ja, oh, hi. Bist du am großen Rechner? Einfach noch angewöhnen an das Wabba-Dome oder? Ja, wahrscheinlich nicht die andere Tastatur. Ja, deswegen. Naja, wenn er nicht alle Tastenanschläge annimmt, dann klingt das eher nach dem kaputten Akku. Kaputten Akku? Von der Tastatur? Ja, von unter der Tastatur. Von dem Laptop. Ach so. Ja, ich dachte, Benga ist am PC. Nee, ich glaube nicht. Also von... Weil nicht alle Tastenanschläge angenommen, gehe ich nicht davon aus. Hallo Sof! Genau, Laptop. Ich hatte recht. Nochmal Glück gehabt. Bin nur fast normal. Je. Nee, das, du zählst nicht als normal. Hallo Sof. Das ist okay. Das ist gut so. Kann man die Flaschen, die hier rumstehen, eigentlich klauen? Ist da was drin? Die meisten, die rumstehen, nicht. Aber zum Beispiel hier, wo ich gerade bin, ist eine rote Kiste und da müsste was drin sein. Hast du das mal probiert, den Internetstick umzustecken eigentlich mal? Was? Ich meinte Bengal. Achso, Entschuldigung. Weil Internet geht nicht. Ja, alles gut. Genau, da ist eine rote Kiste und da ist Futter drin. Nice. Ja, Daos, es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber du bist kein normaler Mensch und das ist gut so. Okay, ich glaube einfach mal alles, was in dieser Kiste drin ist. Jojo. Bis auf diese Dinge hier. Das Gemüse lassen wir mal hier. Gemüse. Gemüse. Habe ich keine Munition eingepackt? Das weiß ich nicht. Wenn du dieselbe Muni brauchst wie ich, habe ich mal genug davon. Ja, brauche ich. Aber finden wir auch gleich noch. Daos, nee, normale Personen würden nicht so viel streamen wie du. Ja. Außerdem, Daos, du bist Citizen. Auch das. Warte, die Grünen sind die Freien, ne? Und er hat ein Monokel. Gut, habe ich auch, aber... Du gehst lapen. Und so Dinge. Du bist kein normaler Mensch und das ist sehr gut so. Wie Bengal schon so schön sagte, normale Menschen sind gruselig. Ach, richtig, man kann hier ja nicht durch Glas schießen. Cause reasons. Das Glas ist kugelsicher. Genau, kugelsicher. Wer will mit dir spielen? Normal sein ist böse. Ich würde gerne auf ihn schießen, aber ich darf nicht. So. Oh, nice. Gut dann. Hier vorne ist eine Kiste. Das ist sehr schön. Welcher Knopf war Waffe wegpacken? Ich weiß es nicht. Erhalten. R. Okay. Ich hab da was gefunden. Was hast du gefunden? Hihihihi. Lump. Ja. Okay, beunruhigende Klanggeräusche. Monokel haben doch mittlerweile viel zu viele. Das ist möglich. Das ist nicht nur möglich, das ist so. Oh, Kiezte. Kiste. Ach, ich darf nicht an die Kiste, weil Klunk in der Kiste ist. Ja, ich lasse den Rest mal drin. Der Rest ist jetzt so eine Flasche Wasser. Ach nee, Essen. Nee. Ich habe genau eine Flasche Smoothie rausgenommen. Move. Okay. Wir können gehen, ne? Wir könnten gehen, ja. Dann los. Es sei denn, du willst noch haben wir noch. Ja. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 10 Magazine auf Tasche oder so. Ist, ich brauche gerade nicht. Wir reden von dem SC-Monokel. Wenn du einen bestimmten Betrag, den ich jetzt hier nicht nennen will, ausgibst, dann kriegst du einen Monokel. Den kriegst du zusammen mit dem Game-Package, von dem ich dir vorhin erzählt hatte. Mir? Nee, nicht dir, sondern Bengal. Achso, okay. Weil damit weiß dann Bengal, wenn er sich dran erinnern kann, wie viel.
Nicht, dass das ein Geheimnis wäre, aber... Tür? Dankeschön. Genau, Monopol ist die Einsteigerdroge. Weiter geht's dann, glaube ich, bei... Ist es 2 oder 2,5 Monocles? Bin gerade unsicher. Hast du die alle schon gelootet hier oben? Jetzt. Jetzt ja, eine Insel. 2,5. Nein, eigentlich nicht. Okay, ja, weil war keine Munition mehr drin, aber ich habe wieder was gefunden. Ich bin happy. Was hast du gefunden? Munition. Achso. Ich habe eine Waffe in der Hand. Ich darf das heute mal. Tobi ist gleich bestimmt total verwirrt. Da bist du korrekt in der Annahme. Allerdings hat der Aufzug einen Knopf. Ja, das ist richtig. Machst du die Tür hinter dir eigentlich noch zu? Das hätte dir nicht vorher einfallen können. Wieso liegt hier Müll rum? Tobi. Ja, Klink. Ich finde das nicht gut. Die Tür will nicht zu, Klink. Vielleicht solltest du auch nicht den Lichtschalter, sondern den Türschalter nutzen. Meinst du den, wo Close drauf steht? Ja. Der nicht reagiert hat bis eben gerade? Ja, ja. Alles nur Ausreden. Es ist Mobbing. Denn es ist aus, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue, um mich zu mobben. Ich habe noch keinen Müll in dein Schiff geschmissen. Zumindest nicht auf den Boden. Vielleicht ins Schiffinventar, aber nicht auf den Boden. Das mache ich nicht. Ich glaube, ich würde mal wirklich gerade schnell den XL1 kaufen. Und solche Spielereien. Tu, was auch immer du für nötig hältst. Nimmst eine Waffe und pro Spruch einfach eine Kugel. Was seid ihr denn alle so trigger-happy heute? Was ist denn los? Klingt eigentlich ganz normal. Ich wollte noch mit den Erkul-Menschen reden, fällt mir dabei auf. So hell. Hört ihr was? Erkul ist eine Software, um Schiffe auszurüsten. Und mit denen wollte ich noch reden, weil ich gerne mit denen interagieren, mit denen zusammenarbeiten würde. Ich habe da ja auch so eine Star Citizen-related Webseite am entwickeln. Das ist korrekt. Genau, es ist Mittwoch, die Lampe war schon lang. Und schon, die Woche war schon lang. Die lange war schon Woche, genau. Und da schreibe ich so. Und nein, Ölf, das leide sich nicht vor, was du gesagt hast. Ja, ich weiß, dass es in Weisen gibt. Da wollte ich mal kurz hin. Eventuell dem Tobi auch noch eine bessere Rüstung geben. Dass er nicht so wie ein Pirat aussieht. I don't care. Hast du gehört, Ölf? Feuer frei. Sonst werde ich wieder, wie er unters Dach fliegen, exploded. Kann ich auch die Piratenrüstung behalten. War ein Versehen. Ich finde es so schade, dass das eigentlich das meiste, was man findet, immer nur die Pink Pink Quickflare ist und die anderen Quickflares so selten zu finden sind. Weil, ja, für alles Schießen, was pink ist, was lila ist, ist sehr, sehr valide. Wo ist denn der Spaceport da hinten?
War auch gestern sehr witzig. Wir haben die verschiedenen Typen kennengelernt von... Bist du gemutet? Falschen Knopf gedrückt. Ah, ich war kurz verwirrt. Ich war nämlich gerade am Erzählen und sah, dass du gemutet bist. Das war keine Absicht. Wir haben gestern die verschiedenen Typen gelernt. Also sowas wie gut, böse und halt auch elf. Hm, natürlich. Das Alignment. Genau. Chaotic Elf. Was denn jetzt? Was ist schlimm? Elf identifiziert sich selbst als Chaotic Good. Ja. Ich bin Chaotic Neutral. Genau der Clip. Oder was? Nein, gar nicht wahr. Das ist, der andere Clip ist, glaube ich, genauso, nur bei einem anderen Kanal und nicht von dir, weil du hast ja bei Tobi zugeschaut. Aber ich glaube, der hieß genauso, ich bin gerade unsicher. Wie war das, was? Ich bin gerade am überlegen, wie das mit den Alignments war, da gibt es eine sehr gute Erklärung. Okay. Und es ist irgendwie... Ob ich die kenne. Es ist das Good, Neutral und Evil, was ziemlich gut damit erklärt ist. Ich glaube, Good ist, Menschen sind relevanter. Neutral, nee, andersrum. Good ist, die Regeln sind relevanter. Neutral ist, Menschen sind relevanter. Und Evil ist, ich bin relevanter. Irgendwie so war das. Hm. Sehr, sehr simplified. Falscher Button. Ich möchte das, glaube ich, gar nicht von außen sehen. Ach, bin vielleicht ein bisschen in den Hangar reingerast, aber ansonsten war alles gut. Nur ein bisschen. Ja, ja, ich habe versehentlich Fuß getroffen. Ich war letztendlich von 40 km/h in die Parklücke. Es kam gerade der Wunsch, dass du einschätzt, wo denn Bengal und aligned ist. Schwierig. Wahrscheinlich ähnlich wie ich. Ist es bei mir auch nicht so genau. Ich habe heute Morgen mal Trading versucht und irgendeine random Webseite aufgemacht, die mir Trading-Routen angezeigt hat. Nachdem ich den ersten Kram eingeladen habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich wahrscheinlich Drogen eingeladen habe. Was? Was? Ich war dann auch so ein bisschen so, ups, das waren ja Drogen. Dann habe ich noch irgendwie Titan eingeladen, weil ich das Schiff voll bekommen wollte. Und dann habe ich wieder aufgehört, weil Trading ist nicht so meins. Ja, so fürs Chaotic Evil. Oh ja. Das ist nicht mal eine Frage, Curry auch. Meinst du? Ich glaube, Curry Nein, hat sich gestern... So. Oh, meine Curry sich müsste sich gestern als Chaotic Neutral. Elf hat sie als Elf eingeschätzt und ich glaube mich auch als Neutral. Bin nicht mehr sicher. Warum kann ich nicht surfen? Ah. Nee, an dem, wo ich die Drogen gekauft habe, bin ich dann, nachdem ich irgendwie 7 Drogenpakete eingekauft habe, wieder weggeflogen. Weil irgendwie sah das alles komisch aus. Dann bin ich irgendwo anders hingeflogen, wo dann Piraten rum waren. Das war ein Chaos heute Morgen. War so ein, ich weiß nicht, was ich machen will und eigentlich bräuchte ich mal Geld. Und ich glaube, das war irgendwo hier in Crusader. Private Property war es, glaube ich, wo ich gekauft habe. Also ich würde gerade zur Provenance-Plattform fahren. Kommst du mit? Warte kurz. Ich würde gerade gerne das ganze Zeug, was ich gelootet habe, eigentlich hier lassen. Ja, bis auf ein paar Sachen, aber es outplayt mich wieder mit dem Transfer. Du kannst, also Transfer... Achso, du... Was? Nee. Drück mal auf Sustenances oder so, das ist ja das, was ich mache. Und ansonsten auch mit Shift-Click. Das Shift-Click. Move-All ist so ein bisschen wanky. Das funktioniert nicht immer. Ah, okay. Ich habe so viel Ramsch dabei, ich hielt es einfach. Ja, Shift-Click das sehe ich. Ich habe, achso, ich wollte Ammo einpacken. Das war noch so eine Idee, die ich hatte.
Habe ich mal gehört, die ist gar nicht so schlecht. Habe ich hier? Nein, warum hier den habe ich noch nicht. Warum habe ich extra Helm dabei? Achso, Schiff weg. Oh. Ich glaube, Provenance-Plattform müsste ich schon mal mit dir gewesen sein, ne? Das ist die Industrieplattform. Erklärung in meinem Discord? Ah, okay. Ich guck noch einmal drauf. Was ist das? Man weiß es nicht. Oh, ja. Elf hat was rausgesucht. Okay. Lawful, Tempered and Chaotic. Also Lawful is according to Principle. Tempered is according to Need. And Chaotic is according to Impulse. Huh. And Good is Save the Puppy. Neutral is Leave the Puppy to the Fate. And Evil is Kill the Puppy. Da kenne ich aber einen anderen Alignment Chart. Das kenne ich aber anders, Kinder. Und zu dem ganzen Chaotic Evil und so stehen dann noch ein großer Text, den will ich jetzt hier gerade nicht vorlesen. Aber warum stackt das, aber das nicht? Muss ich das verstehen? Muss ich nicht verstehen, kommt ne? dran, manchmal auch zum Beispiel, woher du es gelootet hast. In solche Spielereien. Das ist total toll. Ja, das klingt total nicht, toll. Ist auch überhaupt nicht verwirrend. Klingt auch überhaupt nicht nervig. Nö, nö. Okay, wir belassen das jetzt einfach mal bei diesem Konstrukt, das wir jetzt nicht weiter hinterfragen. So. Wo ist da? Meine Frösche schon halb alle. Ach, Klink. Kill the Frogs. Hi, Finley. Komm mit. I love him. Ich wollte mir immer noch mal deinen anschauen, ob ich den auch befreie oder nicht. Ich versuche nächstes Mal dran zu denken, ihn mitzunehmen. Je. Ich muss noch klären, ob ich ein Auto besorgt bekomme. Aber da würde ich das vielleicht nicht mit hinnehmen. So, als Idee. Ja, auch Wasser passt doch. Alles cool. Es ist zwar ein Wal, aber es ist ein Sky Whale. Not a water whale. Details. Details. Warum läufst du eigentlich so langsam? Oh, finde auf Boot-Tour. Bitte sehr, jetzt renne ich. Weißt du eigentlich, ein Maskottchen, was wirklich ins Wasser gehört, gibt's noch nicht. Weil es gibt Pico, der gehört auf ein Snowboard, also Schnee. Wieso sind wir hier oben? Das kann ich nicht beantworten, du hast den Knopf gedrückt. Tschüss. Ich habe nicht den Knopf gedrückt, keine Ahnung, warum der jetzt runterfährt. Hä? Was? Wo ist Glück jetzt hin? Klöng ist nach unten gefahren. Klöng ist 200 Meter unter dir. Warum ist Klöng 200 Meter unter mir? Weil ich in den Fahrstuhl eingestiegen ist und der Fahrstuhl ist automatisch losgefahren. Musst du nicht mal was drücken. Wo fahr ich hin? Nach unten. Shuttle Station. Genau. Ich war nicht mehr sicher, wie es benannt ist. Sneaky Boy. Wer weiß es nicht? Der natürliche Lebensraum eines Pinguins. Hallo, Doc Snowboards. Ork. Hallo, ja, Doc natürlich. Ork. Ah. Einsteigen. Server tut Dinge. Hallo, Doc Ork, auch bei mir. Hallo, Kyron. Danke für dein Follow. Und herzlich willkommen im Chaos. Ich bin ein relativ neuer Citizen, also be prepared for Chaos. All the Chaos. Übrigens, auf Stationen, wenn du dran denkst und den Helm ausziehst, dann brauchst du weniger Wasser und... Nee, vor allem Wasser. Deswegen ziehe ich den so gern aus. Man muss halt nur dran denken, ihn wieder anzuziehen und das ist so ein bisschen gefährlich bei mir. Deswegen lege ich ihn auch immer in den Rucksack. Moment.
Nein. Moment. So. In der richtigen Reihenfolge die richtigen Knöpfe drücken. Wir werden auch jetzt hier. Ich habe mich schon wieder von meinem eigenen Alert verjagt. Vielen Dank fürs Folgen. Es funktioniert immer noch super. Oh, das klingt sehr gut. Ich wünsche es euch, dass ihr einen erholsamen Schlaf habt. So. Wo ist Clank? Ich hab schon wieder Glück verloren. Da oben. Clank geht zu Cousins Crow? Ich glaube, Cousins Crow? Überleg gerade, wie der Name heißt, ob der mit oder ohne S. Cousin Crows. Ja, so rum war es, genau. Cousin Crows. Damals ein einfacher Job zum Tunen und dann wurden irgendwie Crusader darauf aufmerksam und haben gesagt, willst du nicht bei uns einen ordentlichen Laden haben? Ich meine aufgewachsen auf Terra, aber da bin ich jetzt gerade nicht mehr wichtig. Ja, ich muss theoretisch mir auch mal schauen, dass ich mir so Alerts baue. Ah, cool. Ich hatte nur auch noch keine Audio-Alerts. So wie andere Menschen. Ich wollte ein unser Follower Alert ist doch schon wieder kaputt, ne? Gott damit. Nice choice. Aber der funktioniert noch. Wer den wohl ausgelöst hat? Bestimmt nicht der Klunk. Nee. Mm-mm. Ich wollte. Wo ist meine Starbanner? Mit wem redest du, mein Freund? Ach, und viel Spaß im Fitness-Doc-Ock. I. Hallo, Mobiglas. Wärst du so freundlich und würdest mir anzeigen, mein Schiff? Nein. Denied? Badge. Dann schauen wir das nochmal im Shuttle. Ich würde jetzt hier gerade nur das kaufen. Beziehungsweise lass mich einmal schauen, dass ich das gekauft habe. Vehicles. No Vehicles, please. Da ist nämlich ein X-Alliance. Sehr schön. Mauszeiger wäre noch gut. Ach so, ja, ich wollte meine Maus laden. Da war was. Nein, das habe ich nicht vergessen. Ganz bestimmt nicht. Ich brauche meine nicht laden. Ja, ich brauche hier kabellos. Du die weißt Jugend ja, wie ich meine Maus heute halte. Oh, es ist schrecklich. Ja. Mhm. Where'd you go? Ach da. Ich guck mir diese herrliche Lampe an. Das ist die neue WLAN-Lampe. Siemens Lufthaken und so. Ja. Ich glaube, die gehört da nicht hin. Oder da fehlt irgendwas. Also Meinung. Ich meine, da müsste ein Tor fehlen. Achso, hier wäre übrigens auch die blaue Rüstung zu kaufen. Wenn du besser aussehen möchtest. Die mittlere. Ich habe auch eine die Rüstung ich hier. Ja, okay. Ich könnte auch einfach eine andere anziehen, aber... Aber du bei willst nicht. Bei deiner Flugakrobatik heute lasse ich das lieber. Hey, ich habe noch nichts gecrashed. Willst du fliegen? Noch. Machen wir. Ich kann auch fliegen. Dann will ich mich dann lieber umziehen? Dass du dein Schiff claimen musst. Weiß ich nicht. Lass mein Shuttle einsteigen. Was? Please clear the hatch. Shuttle will be departing. Oh, ihr macht die gute Rüstung oder was habt ihr vor? Die Hörsten? Die zwei machen ja sehr legale Dinge wahrscheinlich. Ja. Ja, du kannst das auf legal machen. Ja, du kannst. Nicht, dass ich bei Suft davon ausgehe, dass es auf legalen Weg gemacht wird. Nee, er will was anderes haben. Er will vielleicht auch einfach nur unsere Rüstung looten. Er ist auf Rennstrecken richtig gemein? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Könnte ich jetzt mal bitte meine Mercury ausrüsten? Nein. Unsere ist zu leicht. Du bist extra Kram dafür gekauft, damit ich das machen kann. Mm.
Sind wir schon da? Ich glaube ja. Die WLAN-Lampen. Ach so, stimmt, da war ja was gestern. Ah. Ich dachte, da ist ja Probleme. Dürfen wir jetzt mal aussteigen? Dankeschön. Ja, ja. Sehr freundlich. Ja, ein bisschen gedulden. Du musst hier auch erst anhalten. Nein. Ach stimmt, Vadaris hatte vor allen Dingen diese unsichtbare Wand, ich erinnere mich. Die Antenne, gegen die er geflogen ist. Ne? Ja, er dachte ja, es ist eine Antenne oder sowas. Ich weiß nicht, was es dann im Endeffekt tatsächlich war. Ich meine von den Clips her, dass ich irgendwas gelesen hatte von da, war wirklich nur Luft, Alpha-Wand. Ich habe leider nur so halb aufgepasst, gebe ich zu. Ich auch. Größtenteils. War ich da schon selber im Verse oder war ich erst später ins Verse gegangen? Nee, ich war erst später, als Elf dann dabei war. Piep. Ich will das jetzt nochmal hier, ich stelle mich hier nochmal hin und warte nochmal irgendwie eine Minute, ob es vielleicht doch lädt. Wir gucken uns Horizon an, so, ne? Horizon. Ja, Suf sagt auch gerade, da war nichts. Den habe ich gesucht. Hallo Bengal! Was tut dein Internet? Ist es kooperativ? Gute Begrüßung. Sehe ich. Finde ich gut. Diese Musik heute finde ich gut. Arbeit getan, können wir zurück zu Klinkruber. Wow. Okay. Das ist okay. Läuft gut bei dir, das ist gut. Das ist sehr gut. So, die Talon lädt nämlich. Und die Mercury lädt nicht. Das will mich doch verarschen. Doch, jetzt hat sie geladen. Man muss sich nur genug aufregen. Ha. So, einmal bitte einen ordentlichen Quantum rein. Und Farbe habe ich sogar noch drauf. Ich chill sonst immer bei dir. Ja, ich weiß doch. Lass dich doch ärgern. Alles gut. Alles gut. Bei Tobi ist doch viel schöner. Ja, wir haben ein wunderschönes Bild von Horizon. Ich wäre übrigens soweit und würde gerade das Schiff rausholen. Ich wollte noch mal mit dir reden, Suf. Wegen der Cam, ob du die jetzt abgeben wolltest und für wie viel und so. Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß, dass wir darüber geredet haben, aber es war ja irgendwie beim Einkaufen, glaube ich, so nebenbei. Welcome back. So, Hangar 9, du darfst. Waff? Achso, ich muss erst ins Schiff rein, um das Hangartür aufzumachen. Ja, ich muss mir vorher irgendwas überlegen, weil so wie es jetzt gerade ist, würde ich hier keine Facecam haben wollen, weil es doof. Da muss ich eventuell entweder in Richtung Greenscreen mir noch was überlegen oder irgendwas anderes. Danke für die Clips. Also wenn du welche machst. Hast ja schon einen, genau. Setzt du mich jetzt tatsächlich in die Mercury? Nicht? Oh Gott. Okay. Sure, sure. Ich kann sie für dich auspacken, wenn das, du möchtest. Das Einzige, was ich bisher geflogen habe, war eine Pisces und eine Gladius? Nee. Wie heißt das? Wie heißt das Schiff? Ich weiß es nicht. Irgendwas von da aus. I forgot. Soll ich die Carrick rausholen? Nee, wir probieren das jetzt. Du weißt, welche die Carrick ist? Bist du schuld. Ich kenne die Carrick. Ja, ja, ich wollte nur sicher sein, dass du die Größe und so weißt. Mit wie oft ich mich da drin schon verlaufen habe. Ja, war der Gladius. Ich hab's mir richtig gemerkt. M50 bin ich auch noch nicht geflogen. Das wollte ich noch machen. Wollte das Schiff auch noch tanken, fällt mir dabei auf. Wieso kostet dieses Schiff so viel Sprit? Das ist ja schrecklich. Ich habe gerade schon wieder 6000 in Sprit reingeschmissen. Uff. Hm? Die neue Musik, die ich gefunden habe, hat mir sehr gut gefallen. Die, Sieht tatsächlich aus für mich. Ja. Sehr freundlich. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest. Ich habe mir neue Musik rausgesucht, zwei Alben. Und
dabei gesehen, wie der Artist heißt. Hm? Der hat seinen, sei irgendwie so ein Künstlername, / Plant Guy. I. Deswegen hatte ich das Album auch kurz in den Gruppenchat, also vor allem für Bengal, geschickt. Ich habe übrigens Cruise Control an, damit wir schon ein bisschen höher gewinnen. Oh Gott. Der Pouch, der einfach auf der Steuerungskonsole. Yep. Okay, das geht jetzt bestimmt nicht schief. Ah. Oh. Hahaha. Shit. Hm. Du hast eine? Und bist du gerade in ich wollte jetzt nach Microtech rüberspringen lassen in Tobi. Du darfst gerne mit einer vorbeikommen, dann würde ich dir einmal Tobi zeigen. Eigentlich sollte ich hier rumprobieren, ne? Bevor ich irgendwas kaputt machen kann. Ja, aber ein bisschen Abstand zur Plattform, das wird schon gut gehen. Hoffe ich. Ach, du bist auf PO. Ja gut, wir springen erst nach PO. Ach, du bist nicht auf unserem Server. Ja, das ist dann doof. Warte. Weil ich würde ungern den Server jetzt wechseln wollen, aus Gründen. Von Content Creation und so. Wie wechsle ich nochmal den Dingsi, dass es nicht hinterherzieht? Das geht hier nicht. Bei den Schiffen geht das nicht, soweit ich weiß. Das geht nur in den Turrets? Uff. Slightly hate that. Was ist zu langsam, um was kaputt zu machen? Die Mercury oder die Starfarer? Deswegen habe ich ja den Stick auf der rechten Seite. Nein, doch, rechts. Ja, rechts. I'm doing great. We zoom in. Ja, bei ungefähr 90 müssten wir anfangen können zu springen. Bei 90? So böse nein aus. 90.000. Wir sind bei fast 100.000. Dann spring doch mal nach Microtech. Wie? Mit F2 kannst du... Mit F2 kannst du dich damit aufmachen. Ja, spring doch mal nach Microtech. Ja. Und dann auf Microtech draufdrücken. Und dann auf Set Route drücken. Microtech ist oben rechts. Ich darf nicht auf Microtech draufdrücken. Ja, du musst auf den Planeten, nicht auf den Namen. Der ist... Der Planet wird mir nicht angezeigt. Ja, das passt schon. Und was drücke ich dann? Set Route. Oben links. Der blaue Button. Okay. Und dann schließe ich die Starmap wieder und dann? Genau. Dann gehst du jetzt in den Quantum Mode. Das ist auf der Tastatur in der Standardbelegung B. Genau, dann spoolst du das und dann kannst du dich auch schon ausrichten auf den blauen Blip, den du da siehst. Irgendwo. Welchen blauen Blip? Links unten. Ah, da. Ich glaube nicht, dass das groß hilft, aber es stört mich auch nicht total groß. Ich mache mich nur manchmal über mich selber lustig. Zieh ich den da rein oder den? Und dann musst du B halten. Den. Theoretisch den in der Mitte, das ist aktuell so ein bisschen broken. Und jetzt lasse ich B los, ne? Mhm. Cool. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist Fortschritt. Ist das dein erster Quantum Jump? Ja. Oh, sehr schön. Wir zoomen raus. Cool. Ich habe von den Quantum-Sachen so jetzt noch nichts auf den Stick gelegt. Ja. Aber das werde ich dann irgendwann mal machen. Wie gesagt, ich habe da extra diese Software noch zwischen, damit ich sogar das noch advanceder habe, aber ich bin ja auch komisch. Du hast zu viele Technikgedöns, von dem ich dreiviertel nicht verstehe. Ich muss irgendwann nochmal mit Leia über diese Dream Machine reden. Ob ich die bekomme, dann irgendwann oder nicht. Die what? Netzwerkrouter.
Was macht das? Das macht Netzwerk. Du weißt doch, ich will tolles Netzwerk haben und nicht so eine Standard-Fritzbox, wenn ich dann mal ausziehe. Ja, fair. Ich bin froh, dass wir hier in die Bude überhaupt Internet reingekriegt haben, als wir eingezogen sind. Das war ja auch ein Krampf. Oh? Wieso war das ein Krampf? Weil erstens hier noch gar keine Leitung drin lag, als wir eingezogen sind. Also angeblich gab es hier eine Leitung, aber wir haben physisch keine Leitung gefunden. Heißt, unsere Vermieter haben dann eine neue Leitung gelegt, die aber so chaotisch ist, das habe ich dir schon mal erzählt, die läuft irgendwie außen am Haus lang und so. Ach ja, gut, das ist hier Standard. Habe ich dir mal erzählt, ja, dass ein LKW aber, mein Internet mitgenommen hat? I'm sorry, what? Er hat das Internet mitgenommen und danach schön aufgewickelt. Super. Und ich habe noch so eine richtig schöne Freilandleitung. Oh Gott. Dann unsere Internetbuchse bzw. Telefonbuchse ist nicht in der Wand. Die liegt einfach, das ist so dieses Dingsy, was halt wie eine Steckdose quasi ist, nur halt für die Telefonbuchse. Liegt auf dem Boden. Auf der einen Seite ist das Kabel drin, auf der anderen ist halt der Plug. Und das liegt einfach so in der Gegend rum. Das ist nicht an der Wand. Das liegt da einfach. Und da ist unser Router dran angeschlossen. Würdest du dich jetzt rumstören, wenn ich sage, das ist ein Fortschritt zu dem, was ich hier habe? Das ist belastend. Bei uns hängt die nämlich einfach mitten in der Luft irgendwo, diese Dose. Aber das Ding ist, ihr kriegt besseres Internet rein als wir, oder? Weil bei uns ist bei 36 Schluss. Höher geht's nicht. Wir gehen bei 60 oder so. Das ist ein bisschen besser. Chris' alte Bude so ungefähr, nur dass es nicht unter der Balkontür verläuft. Das ist auch das Gute. Wir haben mit der Telekom damals gesprochen und halt, wir haben diese Fassade selber gebaut. Ich weiß nicht, ob ich dir mal ein Bild von der Fassade gezeigt hatte. Ich glaube nicht. Die haben wir mit Holz selbst fassadet. Und haben die Telekom gefragt, ob sie an diese Anschlussbuchse trauen müssen. Und sie sagten nein. Dann kamen sie jetzt plötzlich zu uns und sagten, ja, wo ist die denn? Schwierig. Ja. Nee, es ist alles sehr, sehr schön bei uns. Ja, auch häufiger, dass einfach mal das Internet einfach komplett ausfällt. Bei euch ist alles sehr Marke Eigenbau, ne? Das auch. Ja, gut, das ist ja ein altes Haus. Und wir haben viel renoviert. So, mein Vater hat Nachrichtentechnik studiert. Ich bin ein Linux-Kernel-Entwickler mit more or less Fachbereich Netzwerk. Ich habe mal so ein Netzwerkprotokoll schon mal gesehen. Oder so ähnlich. Und dementsprechend haben wir ja auch so ein bisschen. Also, wir haben eine Fritzbox, weil mein Vater mich mehr oder minder nicht dran lässt. Aber irgendwann, ich glaube, das war, als wir uns das runtergenommen haben oder wegen irgendwas hatten wir kein Internet. Und dann hat mein Vater mich halt dran gelassen. Habe ich einen alten Laptop genommen und den als Internetrouter benutzt. Ging total gut. Okay. Wir hinterfragen das einfach mal nicht weiter. Außerdem wird gerade gesagt, dass wir dich aus der Bruchbude rauskriegen müssen. Ja, das ist. Okay. Der Planet kam sehr schnell sehr nah. Ist klar. Wollten wir schauen, ob wir hier Missionen haben. Ja, schau du mal. Warte, ich habe Spacebreak nicht belegt. Das ist vielleicht ungünstig. Willst du fliegen? Ich schere. Muss ich Angst haben? Was ist denn deine Meinung zu Raumschiff Pew Pew? Nighty Jump? Ja. Klönk! Was denn? Und ich soll fliegen. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob du fliegen willst. Du darfst auch schießen. Ich möchte in diesem Kontext nicht fliegen. Jesus, dann bewegen sie sich in den Turm. Der will mich umbringen, der Mann. Nee. Wo ist denn hier nochmal der Turret? Im Serverraum. Frag für einen Freund. Im Serverraum. Wo auch sonst? Ja, hast du deine Turret nicht im Serverraum? Doch, immer. Aua. Ich hab mal den Autopiloten rausgenommen, ne? Damit wir nicht gleich vielleicht solltest du mich erstmal in den Turret einsteigen lassen, hm? Nee. Nimmst du den oberen? Ja. Und anschalten oder so, ne? Nein, Ulf, ich kann nicht eine 890-Jump fliegen.
zum ersten Mal fliegen. Das geht nicht. Irgendwie wäre schon lustig. Nein, bin ich auch nicht gut im Fliegen, also. Mal schauen, ob wir das überleben. Quantum Travel engage. Quantum Travel complete. Shit, welcher Knopf war's? Ich weiß nicht, welcher Knopf es ist. Was denn? Für das nicht hinterherziehen. Ich meine mich zu erinnern, dass es Q oder X ist. Es ist Q. Dankeschön. Bin mal gespannt, ob wir das überleben. Und Target Tracken gab es auch einen Knopf, ne? T. Oder 5. Dankeschön. Tobi soll fliegen. Nein, Tobi soll nicht fliegen. Tobi soll weinend weglaufen. Achso, ich sollte mir gleich noch einen Helm anziehen, bevor wir aussteigen. Oh, könnte helfen. Sehe noch keine Feinde. Doch, da war was. Where? Ah, hier. Bei uns. Ah, da. Da ist eine... Ich habe sie gegen den Planet nicht gesehen. Ornit und eine Gladius. Oh, jetzt ist meine Schiffskunde wieder nicht gut genug. Könnt ihr eure... Das hat ja gut funktioniert, der Täuschkörper. Machen tot. Where? Direkt vor uns. Ah, jetzt ja, eine Insel. There we go. Nur schießen, wenn du auch dran kommst, ne? Wenn es grün wird. Ansonsten verschießt du ja. Ah, sehr schön. Wo ist der andere? Da oben. Definiere oben. Jetzt ist es direkt vor der Nase. Gotcha. Ich mach das mit 5, dass ich die, ich mach das mit dem Stick, aber es müsste 5 sein, dass ich die Enemies durchschalte. Und damit dann automatisch das sehe entsprechend. Nice Explosion. Ja, müsste ich mir auch mal bauen. Du, Daos, magst du mir die Datei geben? Die ist so schön bei dir. Ausrufezeichen Helm. Ja? Contact? Gehört das so? Das müsste eigentlich nur die alten Leichen sein. Okay. Ja, genau, auf den Helm. Dann muss ich mal den Flop mal an die Tage anhauen. Wenn ich es nicht vergesse. Und mal schauen, ob mein Bot das überhaupt kann. Oder ob ich mir da nochmal den anderen anschauen wollte. Ich wollte mir sowieso nochmal den anderen Bot anschauen. Ja, okay, vielleicht ein ganz kleines bisschen zu weit geflogen. Hast ja recht. Aber nicht gegengeflogen. Und gar nicht so schlecht war's. Ich hab nichts gesagt. Gutes Raumschiff Pew. Die sind nicht explodiert. Kurzes Andocken. Oh. Hm? So. Meine Grafik war gerade wonky. Da ist der Kaiser. Das klingt nicht gut. Ach nee, wo müssen wir denn raus? Wir haben hier nur eine Tür. Die hat leider nur eine Tür. Hallo. Wo wollen Sie hin? Weiß ich nicht. Raus. Ja, dann gehen Sie da mal aus der Tür raus. Ich bin aus der Tür raus. Stand's gerade die ganze Zeit vor mir. Ich bin unten im Cargo-Raum. Ihr macht doch die Tür auf. Oh. Nein, ich leg mich erstmal aus dem Maul. Das machst du sehr gut. Ja, ne? Finde ich auch. Hm? Oh, ich bin schief. Ich dachte, du bist schief.
Na gut, ne? Flop. Ich und Chief niemals. Und mach die Tür auf. Wir sterben. Sehr schön. Ach ja, mit der Data musst du primär gucken, weil ich keine Ahnung. Ja, fertig. Ja? Hab sie gerade gefunden. Möchtest du das abbrechen? Komm mal her. Ich weiß nicht, wo du bist. Du stehst bei mir noch im Foyer. Achso, ich bin in der Tür neben, nach links die Tür. Nach links die Tür? Da ist so eine kleine Tür. Da ist so ein Datenpanel an der Wand. Hä? Da musst du... Nee, du bist zu weit. Da ist so ein... Das ist so eine Schachbrettfigur. Genau, du gehst durch die Tür durch und dann links. Genau hier. Und ja, dann ist da an der Wand so ein Datenpanel. Und da musst du auf Abort und dann Abort drücken. Ach da. Jetzt hat er das Schachbrett durchs halben Raum gekickert. Abort. Abort Mission. Ey. So. Ich gehe links die Treppe hoch. Dann gehe ich rechts die Treppe hoch. Ah, Hameten. Man kann hier nicht durch Glas schießen, richtig. Richtig, das ist so ein kleines Problem, wo ich auch gerade ein bisschen Angst vor habe. Hi. Vielleicht doofe Idee, um jetzt gerade nachzuladen, wenn ich das mal so sagen darf. Außerdem, wo ist mein... Das ist Klink. Ich hatte doch eben extra einen GP33 eingepackt. Damit hätte ich die so schön wegbauen können. Aber nein, ich darf ja nicht. Ich habe mehrere Fragen. Was denn? Nix, alles cool. Nur an dieses Game generell. Genau. Ach so, ja. Ich gehe einmal schnell im... Ich gehe in die Bar. Auf der Brücke ist sehr viel nichts. Corrida? Nein. Hm? Curry nicht hier. Was? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommt Suff jetzt auf Curry? Suff hat Curry da gefragt. Warum? Wo? Oh. Ach, das klingt. Könnte man sie jetzt ausnocken? Funktioniert das? Ja, funktioniert, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab kein Geld oder so. Genau, funktioniert, gibt aber kein Geld. Ach, der sitzt da nur entspannt. Anybody here? Ja. Ich finde niemanden. Ich glaube, den Hostile ist schon tot. 11 Stück noch, wir können gleich auf jeden Fall mal nach unten laufen. Du siehst mich wahrscheinlich immer noch irgendwo anders, ne? Ich sehe dich vor allem durch die Wand. Durch die Wand, was? Also du bist gerade oben in der Dings. Du kannst mal runterkommen zur Skulptur. Wo bin ich deiner Meinung nach? Nee, jetzt bist du wieder nicht mehr da. Du bist in der Bar. Okay, dann bleibst du in der Bar. Aber ich komme nicht durch die Tür. Doch, sie ist offen. Ich bin nur dumm. Okay. Ja, dann komm mal wieder. Da kannst du wieder weglaufen. Hinter dir, in dem Vorraum der Bar, ist ein Aufzug. Da kannst du dich mal draufstellen. Möchte ich das? Ich stehe schon drauf. Ah, hi. Mhm. Aufzug-Dinge? Ja, das ist normal. Ich laufe nach hinten zum Fahrzeughangar. Mhm. Das, links ist, glaube ich. Ah, du bist da hinten. Ist der tot? Noch einer? Achso. Oh, da. Den habe ich gar nicht gesehen. Haben wir alle? Ja, mal kurz in den beiden Maschinenräumen checken. Da steht nämlich noch einer. Was hier hinten? Nein.
Ne, sieht clean aus. Ich brauche kurz einen Schluck zu trinken. Denied. Sad. Kannst du die Tür aufmachen? Wenn du vorläufst. Ja, der Server sieht nur mäßig eiler aus. Immerhin 6 FPS auf dem Server. Oh, das ist ein Aufzug. Das war nicht der Plan. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was man alles auf dem Bild sieht. Ich habe zumindest über das Server-ID habe ich den. Dann gehen wir halt hoch, okay. I guess. Ich gehe dann mal vorne im Aufzug schauen und so. Wobei ich mich gerade noch kurz heile. Einfach nicht mehr. Warum denn nicht? Ich lasse es einfach. Ach, hinterfragen nicht, ich mag, oder was hast du gesagt? So, ich habe gesagt, ich hinterfrag dieses Game einfach okay. Nicht mehr. Ich mag dieses Game einfach nicht mehr, verstanden. Nee, ich meinte hinterfrag. Das ist okay. Das mag ich auch schon nicht mehr. Weil es so chaotisch ist. Ja. Einfach nichts richtig funktioniert. Das ist nicht richtig. Du bist erfolgreich geflogen. Das ist korrekt. Das war aber auch nicht so schwer. Einen noch. Hallo. Mäuschen, mach mal Piep. Rennt er hier hinten rum? Nö. Ah, weiß ja. Nicht, wo Klink schon wieder ist, geschweige denn, wie er da hinkommt, ne? Ich bin nach wie vor unten. Ja, draußen gucken ist auch noch eine Idee, ja. Stimmt. Ich gehe einmal noch kurz hier unten durch. Und dann fliege ich einmal draußen rum. Oh, hab ihn. Sehr gut. Drama Queen. Immer. Ich glaube, in keinem Spiel kann theatralischer gestorben werden als in Star Citizen. Doch, League of Legends. Das hat doch keine Farbe. Ja, aber deshalb können die trotzdem theatralisch sterben, Klönk. Das mit der Farbe. So, in Schwarz und Weiß dann? Ach, das ist ein You-Problem, ja, okay. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich glaube, hier bin ich falsch. Oh. Ich muss mir das so schreiben. Ist gut möglich, ja. Ich bin eins zu hoch, glaube ich. Das glaube ich auch. Ups. Hallo, Klönk. Zoom. Möglichst weit oben auf die Klappe springen, ne? Genau, ach, wie ein Profi. Oh oh. Lach nicht so scheckig! Oh doch. Oh Gott. Ach doch. Ich find die Brücke nicht mal. Doch. Das ist jetzt nicht so schwierig. Nee, warte. Auslaufen. Doch. Nimm mal einen Bunker an, ne? Und schere den. Ich, Hilfe. Ach, das Ding ist schon wieder aus. Es gibt einen Flight-Ready-Knopf, ne? Welcher war das nochmal? Ja. Ja. Wundervoll. Oder auch irgendwo ein Knopf, der da drum hängt. Aber da weiß ich gerade nicht, wo der ist. Ja? Erschreckt mich nur so. Was denn? Okay. Auf zu schießen, wenn nichts passiert. Wo wollen wir hin? Genau, hinter dir ist ein Marker. Du hast ja die Mission auch angenommen. Mhm. Der ist unten auf deinem Bildschirm. Du musst dich also einmal ein bisschen drehen. Und am besten machst du das Ganze auch so, ohne dabei das Schiff zu treffen neben uns. Weil wir knutschen mit dem. Was? Neben uns steht so eine 890. Ja. Hä? Warum hast du die Tür eigentlich nicht zugemacht? Frag ich mich auch gerade. Mach mal zu. Du hast da vorne einen Schalter neben dir. Auf der Mittelkonsole ganz links oben. Oh shit.
Warum hast du das Schiff angedonnert? Ich hasse dich. Ja, das ist die Engine, wo du gerade bist. Das ist nicht die Mittelkonsole, da unten. Ich hasse dich. Was denn? Ich dachte, wir wollen hier für Unterhaltung sorgen. Ich glaube, da sind wir ganz gut bei. Oh, nochmal gegen Schiff. Hä, gar nicht. Aber fast, du bist gut dabei. Wenn du jetzt noch ein bisschen weiter nach oben schaust, dann kommst du nochmal ran. Ich hasse dich so sehr. Was drück ich? Weiß ich ja nicht, was du vorhast. Das Schiff fliegen. Ja, Engine ist doch on. Dann, ich dachte, du hast da jetzt so einen Stick zum Fliegen. Ja, Du hast dein Stick-Setup komisch. Ich weiß nicht, wie du damit fliegst. So fliegst du zumindest gegen das Schiff. Ich hasse dich, sei still. Ich hab Spaß. Ich habe Fragen. Was für welche? Ob wir an dem Bunker wohl lebendig ankommen? Okay. Das Ding ist, wo Gas? Ich hab die Velocity hochgestellt, aber wo Gas? Also bei mir auf W, aber ansonsten, wenn du nur geradeaus fahren möchtest, kannst du C drücken für Cruise Control. Das ist alles, was ich brauchte. Schöner Clipname. Ja, dann frag das doch auch einfach. Dafür müsste ich wissen, wie es heißt, Klink. Wir können zu dem Marker, sollten wir hoffentlich hinspringen können. Oh, falscher Knopf. So. That's what I was looking for. Wo ist der Marker? Warum kann ich jetzt das nicht runterziehen? Man weiß es nicht. Weil du keine Speed gleich mehr hast. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Speed, damit die Triebwerke das machen können. Aber da bin ich gerade nicht sicher, weil ich die so langsam habe. Nee. Nein. Es ist linker Stick. Aber das Hauptproblem gerade ist, dass ich nicht nach oben und unten gucken kann. Moment. Ah, das klingt nach Spaß. Warum nicht? Was hast du kaputt gemacht? Weiß nicht. Nimm mal den C raus. Ja. Und dann versuch jetzt, ob du jetzt nach oben und unten gucken kannst. Nein, kann ich nicht. Kannst du nicht? Wie hast du das denn jetzt geschafft? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es vorher auch schon nicht ging und ich habe es nur nicht gemerkt. Also ich konnte es eben. Das ist schön, dass du das kannst. Das bringt mir leider nicht viel. Geht das eigentlich, wenn ich von hier hinten drücke? Das funktioniert sogar. Das ist ja witzig. Ich muss gar nicht im Stuhl sitzen, um die Schalter zu bedienen. Okay. Ja, so, aber machen lassen. Ah, das sieht doch viel besser aus. Jetzt geht es. Wie denn links ist doof. Lass mich verwirrt sein und es ausprobieren. Okay. Wo ist der Marker? Da ist der Marker. Da unten. Und da müsstest du mit B hinspringen können wieder. Mit B? Das sind doch nur 1000 Kilometer. 1600. Das dauert schon ein ganzes Stückchen. Mach wie du meinst, okay. Aber...
Ah, ich sollte vielleicht auch B drücken. Na. Was macht er jetzt? Wahrscheinlich um den Planeten rumfliegen. Ja, um den Planeten rumfliegen. Ich frage das Schiff einfach nicht. Das wird schon wissen, was es tut. Ja, es fliegt um den Planeten rum. Nee, es weiß es nicht immer. Manchmal fliegt es auch Richtung Stanton. Das ist dann doof, wenn es in die Sonne fliegt. Ja, das sehe ich. Wobei die Sonne nicht existiert. Mehrere Fragen. Die Sonne ist aktuell ein 2D-Bild. So, und da unten musst du dann da landen. Das müsste nicht auf dich schießen. Müsste. Müsste. Also, ne? Wir spielen Star Citizen. Da gibt es keinen, so ist es, sondern da gibt es nur einen, so müsste es sein. Theoretisch. Theoretisch sollten, dürften die nicht schießen. Praktisch machen wir keine Garantien. So ist es. Außerdem kann ich empfehlen, nicht mit dem Dach auf dem Planeten zu landen. So besser? Ja, viel. Wundervoll. Und ein Schiff neben uns? Darf ich mal hier bitte anschalten? Ich hab's Radio im Ohr. Hä? Was denn? Jetzt geht das mit der Maus wieder nicht. Das klingt nicht gut. Warum tut es diesen? Kannst du nicht sagen. Moment. Ich flieg fast nie mit C. Deswegen bin ich nicht sicher, ob das damit was zu tun hat. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das passiert jedes Mal, wenn ich in F4 reingehe und wieder raus. Und ich wüsste gern, warum. Ach, das könnte ein Bug sein. Vermutlich, ja. Vermutlich, ja. Wo es C concerned ist, vermutlich, ja. Das Ding ist, muss ich das jetzt jedes Mal neu binden oder reicht das, wenn ich die Option... Du müsstest wahrscheinlich nur einmal aufstehen oder so. Aufstehen. Probieren wir nächstes Mal, wenn es nochmal passiert. Jetzt geht es nämlich wieder. Ich muss das nicht verstehen, ne? So ein Bug gab's wohl in 3.16 mal. Aber aktuell finde ich nicht. Achso, Landing Gears, ne? Sind zu empfehlen. Ich wollte nur sicherstellen. Die sind bei der Tastatur auf N, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß. Flieg mal weg. Oh shit! War ein bisschen schnell. Ja. I'm trying. Wir haben keine Schilder mehr. Ja. That went well. Joa. Joa. Wie war das mit, die sollten nicht auf dich schießen? Wo ist denn hier der nächste Outpost? Ich würde mal gerne reparieren und ein Fahrzeug holen. Weiß ich nicht, muss gucken. Wo sind wir denn? Outpost 45 müsste einer sein. Ah,
Können wir den, kann ich den irgendwie anpeilen? Müssten theoretisch entweder mit F2 oder du kannst ihn einfach auf der auf dem, dem Außen suchen mit B. Dann siehst du auch irgendwo. Du musst aber auch wieder auf 10 Kilometer Höhe. Ich muss mir echt abgewinnen, Escape zu drücken, ne? Ja. Okay. Das lief irgendwie suboptimal, dieser Bunker. Habe ich das Gefühl. Das war sehr schnell um. Ja, wir haben irgendwie einen ziemlich roten Arsch, habe ich das Gefühl. Ah, passt schon. Ah, es sind die, wieder die Emoji-Titel für die Clips. I'm excited. Ganz eventuell ist unsere Lampe auch kaputt. Die ist so halb offen. Ah, das passt. Ja, das passt. Das passt. Es war nicht meine Schuld. Wieso hat er auf uns geschossen? Eigentlich hätte er nicht schießen sollen. Weil Defend ist doch eigentlich mit Security Personal und so. Ich weiß es nicht. Weil hier steht auch was von Friendly Fire und so drin, deswegen eigentlich, was hast du für eine Rüstung gefunden? Und ansonsten Gratulation zur neuen Rüstung. Wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, wolltest du ja nicht die höchsten Executive holen. Deswegen bin ich nicht sicher. Achso, die... Oh! Oh, darf ich auch eine haben? Ich will auch. 10 Kilometer hast du gesagt, ne? Was? 10 Kilometer? Ja. Achso, ja, höher. Irgendwas um den Dreh. Ich weiß nicht genau. Und jetzt? Jetzt darfst du B anmachen und die Outpost 50 vorsuchen. Oh Gott. Wo hast du den jetzt gefunden? In dem Bunker oder auf der der Station? Geht das nicht schneller über die Star Map? Du darfst es auch über die Star Map machen. Ah, cool. Warte, wen suchen wir? Outpost 54, hoffentlich. Okay, warte. Kann ich auf den Planet reinzoomen? Ja, kann ich. Wundervoll. Oder auch nicht, Klammer zu. Stummel, da ist Klönk. Das finde ich super. Ah, der Planet ist wieder... Ach da, ich war im Planet. Alles klar. Gut. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Achso, nö, da müssen wir nicht hin. Outpost 54 habe ich gerade gesehen, kann das nicht, was wir brauchen. Okay. Patressler, Fragezeichen? Kann nur das eine, was von den zwei Sachen, die ich haben möchte. Wo müssen wir denn hin? Ja, gib mir doch mal kurz Zeit. Nein. So, Wir sind ein bisschen gekippt. SMO-13 müsste zum Beispiel ganz gut gehen. Das ist nicht allzu weit weg. Ist nur ungefähr auf der anderen Seite. Irgendwie wird mir das nicht angezeigt auf der Map. Ja, also du musst das so ganz komisch seltsam. Deswegen... Das ist so, das Star-Map ist so ein seltsames System. Die ist schwierig. Hier sind halt 5 Millionen von diesen Markern. Was sucht Tobi? Tobi sucht
SMO 13. Moment, wir probieren das nochmal über die Star Map. Weil Project mir Tipp gibt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, irgendwie ist es gerade ein bisschen wonky. Oh. Ich bin einfach nur dumm. Okay. Dankeschön. Was hast du gemacht? Ja, ihr müsst mir auch sagen, dass ich den Planet anklicken muss, damit der mir anzeigt, wo ich hinfliegen kann. Klink. SMO 13 suchen wir, ne? Ja, SMO 13. Du, ich habe die Star-Map selber noch nicht so ganz verstanden. Ich drücke immer so lange rum, bis es irgendwann funktioniert. Wait, where is it? Müsste genau gegenüber vom Planet von uns sein. Wie kann ich das... Jetzt ist es bei dir oben mit dem Delay. Ich bin Verwirrung. Ja, ich sag ja, die Star-Map ist was zum Lernen. Och, Kinder. Planeten anklicken, damit alles anzeigt und nicht rumweigt. Danke, Daos! Dankeschön! I think I made it worse. Und der Automod ist wieder am Dinge tun, obwohl er eigentlich ausgeschaltet sein sollte. Egal. Ja, Automod. Automod-Dinge. So sind sie. Ja, wir fliegen gleich aus der Atmosphäre. Entspann dich. Entspannen Sie sich. Ah, nee, das ist SMO 22. Geht 10. Auch. Da ist 13. Wir wollen ein SMO haben, ja, ist auch gut. Aber ich bin noch in der Atmosphäre. Dann raus da. Aber du hast gesagt 10 Kilometer. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht genau, irgendwie mindestens 10 Kilometer. Unhöflich. Ich war hier noch nicht so häufig in der 318. Außerdem sehe ich gerade, dass aus meinem Steuerpult Rauch rauskommt. Ach, das ist ein Feature. Da ist, wie war das? Da kocht gerade mein Chicken? War gekocht, ne? Ja. Nein, es war. Ja, ja. Gekochtes Hühnchen. Gekochtes Hühnchen gerade hier vorne. Ich gehe eine Markierung am Planeten. Dankeschön. Oh, ich sehe einen Suff. Ja. Ich weiß gar nicht, wusste so, ist der bei Crusader? Ich hab keine Ahnung. Ja, der ist bei Crusader. Also André hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil er gerade davon sprach, dass er Crusader-Dinger geklaut hat. So ist heute wieder nett und kümmert sich um die Ausrüstung verstorbener Menschen und deswegen ist er gerade da drüben. Hm. Oh nein, ich kann wieder nicht runter. Manchmal. Guten Appetit, viel Erfolg beim Kochen. So, wir stehen auf. Setzen uns wieder hin, hoffen, dass es das fixt. Was, wie ist der nicht gestorben und du hast ihn nicht ausgenockt und... Jetzt bin ich interessiert. So. Spooling. Sehr gut. Müssen wir... Ja, das glaube ich dir, dass es ohne CS ganz entspannt und einfach ist. Aber wie ist der nicht gestorben? Auch nicht von Ninetales und so. Da. Da wollen wir hin. Quantum Travel engaged. Hat 11 etwa für dich ausgenockt und... Oder was? Ah. Dann gibt's ja doch keinen guten Elf, sondern einen elfigen Elf in der Ausrichtung. Viel Erfolg, slash Spaß, slash guten Hunger beim Kochen. Warte, ach ja, genau, du willst jetzt gleich auf so einem Landingpad... Du willst jetzt gleich auf so einem Landingpad landen und dann dort das Schiff reparieren. Will ich das, Clank? Das willst du, ja. Ah, yay. Dann wollen wir das wohl. Und der klingt das sagt. Nicht dabei, okay. Quantum Travel complete. Thanks, mate. Immerhin hast du Licht. Das war zu weit. Das war zu viel Schwung. Das ist okay. Gas an.
Und unsere Klappe ist wieder zugegangen, das ist auch was wert. Nicht immer die Klappe so weit aufmachen. Kerzen flackern ist schon ganz nett. Jetzt kann ich nur noch hoch und runter steuern und nicht mehr rechts und links. Das ist ja wundervoll. reden wir rüber deinen linken Stick. Weiß ich nicht. Ja, der Stick ist angeschaut. 2016 klingt spannend. Wo muss ich denn hin? Zu dem Punkt, wo wir hinwollten, SMO 13? Ja, der wird mir aber nicht angezeigt. Wenn du B machst, wird er wieder angezeigt. Wenn du hinfliegst. Ah, nee, das ist 22. Hä, Moment, was? Ach, da! Ah, nein. Direkt unter uns. Oh, direkt unter uns. Nee, nicht ganz. Das ist er doch, oder nicht? Hier unter uns? Ach, das ist er. Ja, das ist das Pad. Und da willst du auf dem Pad landen und dann reparieren. Das können wir versuchen. Ich mache allerdings keine Versprechungen. Genau, und am besten nicht weiterfliegen, wenn du schon da stehst. Warum klaust du mir jetzt meinen Gassuff? Was wolltest du damit jetzt achieven? Ich weiß ja nicht, wie man mit die ganze Zeit C fliegt, aber ich glaube, ich will das auch nicht verstehen, deswegen passt das schon. Ich will meinen linken Stick meinen rechten Stick haben und hoffentlich kriege ich bald einen linken, dann kann ich mir mal irgendwas Tolles ausdenken, wie ich das mache. Die Frage ist, da will ich hin. Ich sollte nicht meinen Kopf drehen, sondern das Schiff. Hast du nirgends gesagt, ich weiß, Sof, ich weiß es doch. Ich kann fliegen, okay? Ich habe nicht so viel Übung darin, aber ich kann fliegen. Nur fliegen ist schöner. Mobbing. Sein Streamer, der hatte da auf C drin und ständig in den Boden gerammt und hat es dem Spiel in die Schuhe geschoben. Ja, das ist dann halt ungünstig. Ich kenne Menschen, die haben jetzt versucht, ihre Mercury zu laden, zu parken neben einem Raumschiff im All und dann ist es plötzlich weggeflogen. Und hat dabei Menschen gekillt, also es gibt alles. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Clip irgendwann mal gefunden habe. Ich muss ein bisschen wonky fliegen, weil es gerade offenbar irgendeinen Steuerungsbug gibt, der mich mit der Maus... Ach, jetzt darf ich wieder nach unten ziehen. Ja, okay, nevermind. Wir hinterfragen das einfach gerade mal nicht, ne? Ob mein Turm gleich wohl abgebaut wird? Ich bin gespannt. Es ist nur ein Pet-Klunk. Ganz so unschuldig. Ja, trotzdem kannst du da meinen Turm abbauen. Oh. Okay, das tut nicht das, was ich dachte, was es tut. Das ist okay. Na, wird nicht abgebaut. Sehr schön. Jetzt müsste ich eigentlich gerade runter. Das Ding ist, offenbar ist diese Tastenbelegung jetzt entfernt irgendwie. Wie komme ich jetzt gerade runter? Also bei mir liegt es auf Steuerung. Oder auf rechter Stick nach unten, der eine von den beiden Thumb-Dingern. Ich habe keinen rechten Stick-Klunk. Das ist natürlich doof. Das ist jetzt doof. Moment. Trust me, I'm a professional. It's fine. Wie hoch bist du denn? Nicht hoch. Warte, gib mir 20 Sekunden. Ja, aber doch zu hoch, dass ich da runterspringen will. Doch, left control. Aber, ja, was Sucht meinte auch gerade. Oh, hi, Amino. Ich darf nicht. Amino hat noch einen Plan. Was hat Amino noch für einen Plan? Bitte nicht. I. Aber bitte nicht I. tun.
Warum? Was tut I in diesem Kontext? Ingen. Genau, wie Soft gerade meint. Einfach I. Nein, ich darf. Warum darf ich nicht runter? Ich finde das unhöflich. Was machst du denn hier? Also Soft meinte gerade schon irgendwas mit Stick, dass wenn das Stick eingeschlossen ist, dass das eventuell Probleme macht. Was wollt ihr mit C? Das hat mit C nichts zu tun. Nein, ich schalte nicht einfach alles aus, das! Nein! Nicht auf der Höhe. Ich würde gerne einfach, dass die Knöpfe, die ich drücke, was machen, aber irgendwie wollen die gerade nicht. It's not my fault. Es macht einfach nicht das, was es soll. Ich würde gerne nach unten straven, aber es lässt mich nicht. Bist du runter versprochen? Das glaube ich dir nicht. Daos. Bonk. Bonk. Kannst du das mal lassen? Bonk. Ich darf nicht nach unten straven. Das ist nicht gut. Ja, immer Pilotenfehler, ja. Oh, wait, what? Warum geht es jetzt? Hä? Und jetzt geht es. Du musst mit mit dem rechten Shift aufpassen. Wenn du damit drauf kommst, dann passieren manchmal komische Dinge. Das Ding ist, ich will einfach gerade runter. Aber es lässt mich nicht. Willst. Der Cruise Control war aus und dann geht es auch nicht. Du hast dein Speed komplett auf Null. Ja! Ja, dann fliegt es auch nicht nach unten, weil es keinen Speed machen soll. Du musst Cruise Control ausmachen und den Speed nach oben machen, dass es auch sich bewegen darf. Sonst tut es genau das, was es soll. Ich verstehe das nicht. Dieses mit dem Mausrad, das ist einfach nur eine Gesamthöchstgeschwindigkeit. Ob du damit nach gerade vorne fährst oder nach hinten oder nach rechts und links, ist dem Ganzen egal. Deswegen zieh aus, Mausrad nach oben drehen. Und dann geht's. Okay. Ich bin tatsächlich einfach nur dumm. Alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. Dankeschön. Und dann noch bitte reparieren. Ich wusste nicht, dass Cruise Control automatisch nach vorne geht. Cruise Control geht automatisch nach vorne. Ihr erklärt mir so Sachen nicht! Ja. Ja, dafür steht's aber doch. Wer soll ich das wissen? Ich sehe nichts bei diesem herrlichen Wetter. Ich bin nach Hause. Ihr erklärt mir so Sachen nicht und erwartet, dass ich es weiß. Wenn du da drin sitzt, F1 drückst, müsstest du das Schiff hoffentlich reparieren können. Hey, ich bin halt anders gewohnt. Ich flieg halt rechter Stick, so wie man das macht. Da kann ich halt mit den seltsamen Fehlern von links nicht ausgehen. So, wo ist das, der blöde Terminal? Ich sehe bei diesem Scheißwetter nichts. Damit nichts zu tun, es war einfach, dass ich dich... Mord. Aber du kannst nicht reparieren, das ist sehr schade. Nein, das kann ich nicht. Mörder. Hallo, Suff. Steigen wir gleich vom Pilotensitz runter. Ich, gerne. Du musst gleich einmal kurz drauf und dann darfst du wieder. Nee, ich will nicht mehr. Aber warum denn nicht? Wenn du mich so behandelst, will ich nicht mehr. Ich hab doch nichts getan. Ich hab dich doch ganz in Ruhe testen lassen. Ja, genau, du hast nichts getan. Ja, weil ich ja nicht wusste, was du da machst. Zurücksetzen der Reparatur in der Mitte vom Pad. Och, Kinder. Ja, genau. Dann ja, geht das mit der Reparatur vielleicht. Mach das mal. Weil ich muss hier gerade noch was anderes machen, entsprechend. Mhm. Du musst noch was anderes machen. Conveniently gerade. Ja, ist so. Schau doch in meinen Stream. Ich warte hier gerade. Der Clip-Titel. Oh Mann, oh. Ihr seid so gemein zu mir.
selected. Stand by. Oh Gott. Your vehicle has been delivered to the following location. Wie ist der? Also Emotions. Ja, doch, durchaus. Please visit us again. Warte, was? Warte. Sind wir jetzt... Warum? Moment. Warum? Ich will nicht mehr. Wie lange dauert es noch, bis ich Sub zitieren darf? Ich will nicht mehr. Ich will heim, ich seh nix. Wie Sie sehen Sie nichts mehr. Ja, das ist leider wahr. So, Speed raus und einfach nur das Schiff drehen. Wundervoll. Sub aus Call of Duty, nicht dich, Sub. Gib das herrliche Zitat Kaffee King Boom Baby. Das mir sehr gut gefällt. Und moin, Max. Ich bin nicht überfordert. Alles gut. Nee. Alles gut. So, auf diesem Pferd oder bist du auf dem Pferd daneben? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Das ist ja der Verspann daran. Genau, so steht perfekt mittig. Ja, das ist so nicht schön. So. Ich sehe nichts. Also so kannst du auf jeden Fall nicht landen. Du stehst mitten über diverse Kram. Da ist eine Lampe. Ich sehe doch nichts. Gutes Schlagen kannst du mich nicht. Du kannst nur ein Lucius-Manöver machen, aber das kennst du wahrscheinlich nicht. Deswegen ist alles gut. Warum tut er diesen? Du hängst hinter einer Lampe. Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Warum bewege ich mich überhaupt? Ich habe keinen Speed drin. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, wie du da hängst. Ja, ich glaube auch so. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man mit Maus steuert. Deswegen mache ich das so ungern, weil sich dann das immer plötzlich komisch bewegt. Ich habe aber keinen zweiten Stick. Ja, deswegen nutze ich ja Tastatur und Maus, Stick. Und nicht Maus und Stick. Leitet langsam über die Welt. Ah, Suff ist da. Was, Rüstung? Wo denn? Danke, Suff. Es ist ein bisschen warm. Magst du nicht auf der C8 landen? Vielleicht? Und mich nicht so umschmeißen? Schön. Komm, Ameno, ist doch witzig. Flight Seh deine Rüstung Training. Nicht. Ich fliege das erste Mal gerade mit meinem eigenen Setup. Ich weiß nicht, was ich tue. Und Klack ist nicht hilfreich. Ja, aber ich... Du verstehst nicht, wie ich meine Maus halte. Ich verstehe nicht, wie du deinen Stick einrichtest, also... Steckdose aus ist, Entschuldigung. Wie kannst du nur? reparieren meinst du? Schade. Ich probiere gerade nochmal. Autsch, da war eine Lampe. Habe ich heute schon mal erwähnt, dass ich heim will? Du bist doch zu Hause. Gut, wir sprachen auch daraus, dass wir sich aus dieser Bruchbude entfernen sollten, aber anderes Thema. Ich wollte ja eigentlich mein Buch weiterlesen, aber das ist schon nahezu unmöglich. Was? Schrieb Almeno gerade. Es tut mir leid. Ich
schon gut hier. Ich finde das, mir gefällt das hier. Es ist, wir lachen über Tobi aus, apparently. Ja, aber es funktioniert gut. So, dürfte ich jetzt bitte reparieren, weil sonst ist es doof. Ich möchte nochmal hinzufügen, dass die momentanen Schäden am Schiff nicht meine Schuld waren, sondern es war der Bunker. Ja, ja. Chaos. Immer. Prozessing. Hallo, Patty! Hallo, Patty. Es verarbeitet die ganze Zeit, das lässt mich nur nicht. Wo kommt ihr denn jetzt Hallo, her? Curry. Es ist noch nichts explodiert, nur fast. Nur fast. Sofort mir den Arsch gerettet. Beziehungsweise es war schon gut, wie du da lang geslittert bist. Ich hab nichts gesehen. Mein ganzer Bildschirm ist weiß. Ja, es ist tolles Wetter hier. Stell dich mal vor, ich kenne Organisationen, eine Org, die macht bei solchem Wetter Rennen. Das ist schön für diese Org. Ich werde sie nicht aufhalten, solange ich nicht selber mitfahren muss. Du hast gerade 5 Minuten 10 neue Sachen gelernt, ja, mindestens. Oh, dürfte ich bitte reparieren? Nein. Suff, musst du noch irgendwas einladen? Bist du wieder raus? Ja, ich muss mir noch was ausdenken, Patty, ich weiß. Habe ich noch nicht geschafft. Schande über mich und so. Guck du kurz rein, geh auch gleich live. Was habt ihr vor? Wollt ihr auch Star Citizenin? Aber sonst auch gerne mir Vorschläge geben, dann baue ich das gern ein. Clank hat mich nur noch mehr verwirrt, ist das Problem. Weil Clank komische Dinge mit seiner Maus tut. Ich bin froher, wenn ich keine Verantwortung habe. Ich flieg mal nach PO. Tu das. PT. Weil hier unten darf ich nicht reparieren, vielleicht darf ich oben. Reden so nicht Hoffnung. Über Clanks Maus. Grauenhaft. Also Daos sagt, das machen mehrere so. Das ist ganz normal. Ja, das ist schön, dass mehrere das so machen. Deshalb ist es nicht normal. Das eine kann das andere ausschließen. Den Befehl habe ich übrigens, Patty, aber nur, wenn der richtig geschrieben wird. Wundervoll. Ich finde es toll hier. Wenigstens weiß ich jetzt, dass Cruise Control auch automatisch geradeaus macht. Das war nämlich das Hausproblem. Was soll's denn sonst machen? Das weiß ich nicht, Clank! Wenn ihr mir das nicht erklärt! Nee, Max. Bin ich gegen. Das musst du leider selber machen. Du kannst natürlich bei dir, mit deinen, also ich bin ja auch noch nicht affiliated, also müsstest du bei dir die Kanalpunkte machen, dass du deine eigene Küche aufräumst. Das würde ich vielleicht sogar für dich einlösen, wenn ich genug habe. Cruise Control gleich Tempomat von Ami-Autos. Okay. Ja. So wie ich ja auch ein Tempomat drin habe, das ist ja auch nur, also das heißt sogar Cruise Control bei dem Auto, mit dem wir da gefahren sind. Und das soll ich woher wissen, Tank? Weiß ich nicht, weil du dich drüber aufgeregt hast, dass ich weder das Lenkrad noch die Pedale in der Hand habe? Das heißt nicht, dass ich weiß, wie der Tempomat bei deinem Auto auf Englisch heißt. Mir fehlen vor allen Dingen die, also ich glaube, bei den Zuschauerzahlen bin ich aktuell nicht komplett. Und ansonsten fehlen mir die Follow. Ja, das Mausradgeschwindigkeit macht, das weiß ich ja, aber ich wusste nicht, dass, also ich wusste auch, dass Cruise Control in irgendeiner Art und Weise Gas macht, aber ich wusste nicht, dass Cruise Control automatisch geradeaus Gas macht. Wo sollst du denn sonst denn fliegen, wenn es automatisch fliegt? Clank, ich weiß es doch nicht. Ja, aber wenn ich deinen Gedankengang verstehen würde, könnte ich ja vielleicht mehr Tipps geben. Ich verstehe meine eigenen Gedankengänge nicht. Das könnte ich akkurat um Hilfe fragen. Nochmal kurz unter den Schreibtisch krabbeln, Moment. Du tust so, als wüsste ich, was mein eigenes Gehirn von mir gibt. Okay, fair, ja, doch. Fair. Sophie, ich habe Angst, mit dir über den Stick zu reden. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wenn du dann dabei bist, so rede doch mal direkt über Drake-Schiffe. Am besten nimmst du 11 dazu, dann weiß ich auch, dass das rauskommt, was ich gern hätte.
Das wird nicht rauskommen, Klink. Ich mag Drake-Schiffe. Ich weiß. Der eigentliche Plan ist ja auch nicht, dass ich mit Stick und Maus fliege. Ich will ja eigentlich Double-Dual-Stick fliegen. Aber ich habe ja gerade noch keinen zweiten Stick. Ich habe dir geschickt, dass die im Angebot sind. Hast du das? Habe ich. Dann muss ich da wohl nachher nochmal drauf gucken. Ich habe auch versucht, den zweiten Stick zu organisieren, aber der soll in der Vitrine stehen. Also ging das leider schief. Das ist belastend. Deck ist super. Dankeschön. Dankeschön. Es geht mir nicht mal um die Lore dahinter. Ich mag einfach die Ästhetik. It's not even that I wanna be a pirate. Ja. It just looks cool. Könnte aber auch zu dir passen. Nee, es gibt mir eine Woche, dann kriege ich Geld, dann kann ich einen Stick kaufen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur das Timing. Ich hoffe, ich krieg den anderen Stick ordentlich gereinigt. Ich dachte auch ehrlich gesagt, ich würde das so hinkriegen, aber offenbar ist das so nicht machbar. Loud Noises. Kannst du ja für nächste Woche meinen abholen. Da kannst du ganz allein durchs Verse fliegen, kriegst du auch keine Kommentare von mir. Kommentare von dir sind nicht das Problem. Unpräzise Kommentare von dir sind das Problem. Ja, mehr habe ich aber auch nicht, also. So wie du dein Gehirn verstehst, verstehe ich ja meins auch nicht, also passt schon. Tja. Du, mit Dual Stick habe ich mich super geschlagen. Bin's noch nie geflogen. Ich glaube, ja, habe ich gehört. Das auch, to be honest. Wenn wir schon bei Sticks sind, habe wohl heute ein Paket mit Leuchtesticks bekommen. Leuchtesticks im Sinne von SC-Sticks oder diese und dann leuchten sie Sticks oder was ich ganz kann anderes. Auch fragen. Oh nö, darf ich jetzt hier auch nicht nicht. Okay, wir machen das anders. Machen wir das anders? Weiß ich nicht. Ich warte noch ein bisschen. Ich gehe ganz kurz austreten und dann hoffentlich in der Zeit geht's wieder. Gleich wieder viel da. Erfolg. Dann gucken wir uns weiter die Raumstation ein bisschen an. Glow. Mir ist immer noch ein bisschen warm. Ich glaube, das war die schlimmste... die Landung an sich war ja fein. Das war der schlimmste Lift-Off, den ich bisher hatte. Mit Maus und Tastatur ging das besser als das. Und ja, ich weiß auch nicht. Das war Cruise-Control-Dinge. Ah, schön. Jetzt kochen. Wenn ich wiederkomme, kommt der richtige Lehrer. Viel Erfolg. Und guten Hunger im Voraus. Knicklichter bestens wahrscheinlich beschrieben. Unhöflich. Ich bin wieder gemobbt hier. Aber ihr wusstet alle, was gemeint war. It's not stupid if it works. Ich freue mich eigentlich aufs Fliegen. Ja, Boom-Counter ist immer noch auf 0, das ist korrekt. Ich habe noch nichts in die Luft gejagt. Ich freue mich echt aufs Fliegen, wenn ich es denn geschissen kriege und nicht sowas wie das da passiert. Vielleicht muss ich mich auch einfach nur dran gewöhnen. Erstmal. Ich habe ja jetzt exakt, keine Ahnung, 10 Minuten Flugzeit in dem Setup. In dem Stick. Was wegen dem Stick? Ich widerspreche dir, es wird nicht was pervers oder sonst was. Es wird sehr informativ und du wirst 80% deiner Probleme heute gelöst werden. Nein, ich dachte auch nicht, dass es pervers wird, du Nuss. Ich dachte, du willst mich mobben in der Art und Weise, wie ich mein Flugsetup choose. Ich dachte, das war dein Plan. Dein Gehirn geht schon wieder in ganz andere Richtung. Danke für den Follow. Auch wenn da Bot im Namen steht, ist das nur ein Bot? Also auch danke für den Bot, wenn der von Ameno kommt, wenn ich das richtig lese, aber ich war nur ein bisschen verwirrt. So, reparieren ist nicht, wir fliegen einfach mit einem kaputten Schiff. Du hast ja den Geschenk bekommen, kriegst du ja nichts für. Ich hab Fragen. Ist das jetzt ein Naja, also, ein nee, nicht ganz so. Aus? Fragezeichen.
Vor dem Stream wurde der Stick noch schnell von rechts auf links umgebaut. Das ist korrekt. Umgebaut habe ich ihn selber. Aber ja, dann danke für den Bot. Dann habe ich schon ein bisschen mehr. Ich muss aber generell auch mal schauen, weil das Rechtliche, wenn man es... Mein Vater achtet darauf, dass ich auf das Rechtliche achte und dementsprechend muss ich da so ein bisschen achten, wann ich das mache, mit dann auch Affiliate-Vertrag unterschreiben. Ich hab das nicht selber gemacht. Ich bin unschuldig. Kann der Bot irgendwas eigentlich? Was ist das für einer? Weil ich suche noch eventuell nach einem Bot, beziehungsweise überlege sogar einen selber zu schreiben. Aber das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich wollte mir auch nochmal den Phantom-Bot anschauen. Da muss ich nur mal den Entwickler anschreiben, weil... Ja... Der Bot ist seltsam. Hm. Ja, aber ist das ein selbstgeschriebener oder ist das irgendein was wie Phantom Bot? Jetzt habe ich Tobi mit technischen Fragen ausgeschaltet. Ja, alles gut. Alles gut. Haben wir eigentlich jetzt noch wen dabei oder nur du? Hm? Ist Suf bei uns nicht mit eingestiegen? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Suf, bist du bei uns mit eingestiegen? Sag mal weiter. Suf ist dabei. Du liegst hinter... Der? Müssen wir nur gleich mal schauen. Der fliegt wie die Sau. So, willst du fliegen? Du bist ja mit 5 Phase I. Kann Klank ruhig über sein Technikzeugs ramblen. Ich verstehe das sowieso nicht. Ich bin nur schlau in unnützen Sachen. In so Sachen, die vor 200 Jahren vielleicht mal relevant waren. So Sachen wie Stricken und so ein Shit. Aber Sachen, die tatsächlich useful sind, kannst du mich mit ausschalten. Dafür, dass Tobi mal die Rennstrecken fliegt. Können kein wir gleich Problem machen. Wenn ich mehr als 10 Minuten Übung habe, habe ich da kein Problem mit. Das machen wir gleich direkt. Nein! Dann los, Suf. Ach, Kinder. Und denkt dran, wir werden abgeschossen, also entsprechend fürs Auto bereit. Du kannst uns natürlich auch sagen, dass wir... Ja, der hat uns ja eben immer noch abgeschossen. Und wir fliegen jetzt zurück. Wir sind jetzt zurückgeflogen. Ja, wir sind ja da. Der Bunker, der uns abschießt. Super. Ja, aber der hat uns ja trotzdem geschossen. Aber die Mission habe ich gerade geshared. Du kannst dich schon mal mit ins Auto setzen. Ich habe Fragen. Ich habe so viele Fragen. Nächsten Montag fliegst du mit... Och, Curry. Ah, okay. Klaut mir meine freien Tage. Unhöflich. Ja, ich bin auch dafür, dass erstmal Curry Rennen fliegt. Curry hat viel mehr Flugerfahrung als ich. Ich will eigentlich zuschauen, wenn du Rennen fliegst. Da finde ich nächsten Montag doof. Nächsten Mittwoch. Game? Oh, danke für die... Wie viele Folgen hier auf einmal? Ein Entsafter. Retrofiziert. Warum funktioniert mein Sprinten jetzt nicht mehr? Das muss ich auch nicht verstehen, oder? Also irgendwas ist heute mit den Keybinds nicht ganz so koscher. Beweise! Bin ich auch für. Achso, Suf, machst du uns gleich dann noch die Tür auf? Da haben wir jetzt gerade irgendwie... So schlau waren wir nicht. Gleich macht's kaputt. Wir wollen das aber sehen. Muss hier niemand irgendwas beweisen?
Mach einfach Tür auf, wenn wir raus sollen, Sof. Sof jietet uns einfach so aus 2 Kilometern Höhe. Auf Wiedersehen. Das habe ich schon häufiger mit Sof gemacht. Also mich aus dem Schiff jieten ist Sof den besten Piloten, den ich kenne. Das machen... Ich sag nicht, wofür wir das machen, weil das ist böse. Haben wir in der 317 mal zusammen gemacht. Arkas-Mitglieder sind anwesend, das ist böse. Genau. Nee, wir waren auch bei einer Station, die auf uns geschossen hat, und dementsprechend hat er mich daneben rausgesetzt. Ich würde euch ja die Außenansicht geben, aber es gibt geht leider nicht. Nur die Außenansicht vom Auto. Ja, genau. Gehen Sie, Lurchen, Miss Wirtz. Du wolltest die Befehle mal übersetzen. Das ist korrekt. Das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Ich habe sogar... Du schaffst das, Patty! Alle hat er bei mir auch nicht geschafft. Hallo, der Comment ist kaputt. Du musst es richtig schreiben. Okay, ich muss gleich mal schnell Lerch als Alias für Lurk anlegen. Ja, alles gut, danke. Lurk. Damit auch Patty sich zum Lurch melden kann. Mit der Stirn. Ich hab vorhin in einem Video gesehen, da ging es um halt den Weltrekord an Wörtern pro Minute und so. Mhm. Und das Video war davon nur, wie einer seine Stirn auf die Tastatur gehauen hat. Ja gut, ne? Richtig, hier sind Wachen und so drin, ne? Gute Frage. Eigentlich ja, aber nachdem sie uns auf uns geschossen haben, vielleicht auch nein. Ach, richtig, Entschuldigung. So, jetzt gibt's bei mir auch Lerk. Ich werde wahrscheinlich Lurk mit Ö als den deutschen Befehl ansetzen und mit U für den englischen. Ja, das ist ja genau, weswegen ich überlege, einen eigenen Bot zu schreiben. Ach, du bist schon drauf, dann drück doch mal. Drück ich halt selber. Einen eigenen Befehl, ich habe ja das GR und ENG immer vorne dran stehen, der einfach den Titel liest und dann entsprechend entscheidet, ob er Deutsch oder Englisch antwortet. Das können Bots? Nee, ich kenne keinen, der das aktuell kann, aber wenn ich einem Bot das beibringe, dann kann der Bot das ja. Wieso geht das jetzt nicht? Ach. Habe ich nicht auf Safe gedrückt? Don't be suspicious, don't be suspicious. Ich sehe niemanden. Du machst das, ne? Ich mach mal gerade hier meinen Bot. Ja, ja, ich mach das wieder alleine, wie letztes Mal. Wenn man auf Safe drückt, dann geht's besser. Ich hab das mal abgedeitet. Ich hab keine Ahnung, ich hab die gerade nicht offen. Da liegt eine Waffe. Die Wachen machen das für uns gerade, ne? Das ist auch nett. Das hatten wir gestern irgendwann im Bunker. Da standen alle Ninetales auf einem Haufen. Da waren doch noch 3 Kugeln drin. Egal. Das ist Klönk. Klönk. Ah, hier stehen die Wachen rum. Ohne Marker, was ein bisschen nervig ist. Das ist Klönk. Der schießt.
Der versucht zu schießen, aber seine Waffe weigert sich. Auch dieser gut. Scheiß... Das ist eine Wache? Vorsichtig, ja, da ist gerade eine Wache drin. Was mir sehr viel Angst macht, weil ich echt ungern Wachen erschieße. Oh, well done. Ja. Kurz schauen, ob es hier was zum Looten gibt. Theft. Oh, das gewartet, das ist die falsche Ammo. Ups. Ja, so viele Öls habe ich nicht drin. Achso, das ist ja sowieso bei so. Bei Tobi. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Das ist das Problem, wenn man zwei Chats gleichzeitig offen hat. Ja. Den mit Pen nehmen wir mit. Ja, genau, Lurk habe ich auch drin. Und auch in Englisch, wie du siehst. Kann ich den mir krallen? Nein, The Knight. Ja, Game sagt nein. Ja, wenn man auf Save drückt, dann geht's. Das ist sehr hilfreich, dieser Save-Button. Irgendwie, irgendein schlauer Mensch hat das, glaube ich, mal erfunden. Komm ich. Ja, alles drei funktioniert. Das ist, das ist ein sogenannter Alias, das ist alles genau der gleiche Befehl halt. Mit anderem Namen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Command-List angezeigt wird. Was meinst du? Bei älteren Patches hat es geholfen, Inspekt auf die Waffe zu machen, damit diese wieder schießt. Hm, okay. Magazin mehr drin, das habe ich gerade schon rausgeholt. Das ist die hier ist ein herrliches Spielzeug drin. Kennst du das schon? Hatte ich dir das schon gezeigt? Wenn du mir sagst, worum es geht. Ja, so Verschießen von ganzen Bleiklötzen. Ich möchte nicht in demselben Bunker wie Clank mit dieser Waffe sein, bitte. Das Schlimme ist, Clank ist so verrückt und nutzt das Ding in Bunkern. Deshalb ja! Deshalb möchte ich ja nicht hier sein. In die Hand nehmen dürfte. Inspect, please? Ei. Ich darf diese Waffe nicht in die Hand nehmen, was mich sehr, sehr traurig macht. Oh nein! Ha! Ich bin froh, dass ich gerade keine Waffe equipped hatte, ne? Haben wir hier noch was Schönes drin? Ne, nicht so wirklich. Das ist ein anderes Scope, oder? Yep. Deft. Zum Himmel bei der Aufzug. Wenn du ihn gefunden hast, drück den Button. Ich stehe schon drauf. Ha. Nice. Und nein, das in der Hand ist nicht die tolle Waffe. Das in der Hand ist nur die Fump-Waffe. Fump? Keine Ahnung, frag Curry. Die kann das. Den Original-Soundeffekt. Fump? Ich mach dir den Soundeffekt gleich vor. 4-4, beste ihn. Mach bitte meinen Twitch-Account nicht kaputt. Du. Genau. Hä? Bin ich besoffen? Kann ich kein Mathe? Ich glaube, ich kann kein Mathe, Leute. Irgendwie. Unser Fahrzeug wurde gehijackt. Oh. Ihr seid doch doof. Ja, ernsthaft? Nimm dir bitte meinen Körper mit. Oh shit, das ist nicht so gut. Suff. Klang umbringen ist ungünstig. Wie bist du überhaupt hergekommen? Suff, bist du gelaufen? Oh, klar.
Ich habe einen Traktorstrahl dabei. Ja, ich auch. Eigentlich. Das ist ein Medical Tool, was du da hast. Ich bin irgendwo weisen. Ich bin komplett tot. Deswegen meine ich ja Körper mitnehmen. Ja, das ist der Plan. Naja, ich meinte mit kaputt machen wegen Follower, wegen Viewerbotting und so. Sicher, dass du willst, dass ich fahre, Suff? Sicher, dass du das möchtest? Da ist ein Fahrstuhl. Aber wenn es richtige Computer sind, ist ja valide. Jetzt muss ich die Tür mal weg. Bitte nimm auch tatsächlich die Leiche mit, sonst krieg ich gar keine auf den Deckel. Yeet. Hast du eine Ahnung, Max, von, wenn mehrere Streamer in einem Haushalt wohnen, ist es sinnvoll, sich eigene IPs für jeden zu besorgen? Oder ist das Twitch egal, wenn mehrere Streams von einer IP kommen? Also wenn man halt die relativ einfache Möglichkeit hat, an IPs dran zu kommen, über VPN und dann... Klingt gut, je. Jetzt ernsthaft? Och nee. Thatch, ich bin weggebackt. Schrieb Suff grad. Oh shit. Oh, das ist nicht so. Ich hatte gerade diese schöne Waffe vor allen Dingen auch noch mit einem schönen Skin gefunden. Aber so ist es dann halt leider. Games-Probleme? Ja gut, okay. Das ist dann aber auch die Frage, weil, also ich würde das dann wahrscheinlich, wenn dann mit einer Wireguard VPN... Warte, soll ich dich einsammeln kommen? Bonk. Ja, dann mach das mal, genau. Ich seh nix. Ich würde das dann wahrscheinlich mit einem Wireguard VPN machen, weil in OBS kann ich ja die Source-IP einstellen. Das wäre so meine Idee gewesen. Muss ich mir mal anschauen, wenn ich dann wirklich, die ganzen Menschen und auch Haus und so finde, dass ich mal hier ausziehe. Nee. Dann muss ich mal Menschen fragen, ob ich einfach eine 2-3 IPs bekomme. Das hat zu viel Schwung. Wo ist Suff? Da ist Suff. Wieso ist hier Stuff drin? Amen. Ja, so in der Richtung, genau. Ja, alles gut passiert. Bis auf die Wellgun stört es mich auch nicht groß. Der Rest war so sad, aber passiert. Ich hatte da unter anderem einen Laserpointer und so dran. Das ist... Oh. Das, What? Das macht ihr super. What happened? Es tut mir leid, Suff! What happened? Ich glaube, ich claim dann einfach mal. Ich bin doch so schnell gar nicht gefahren! Treffen wir uns dann da, Suff? Oder soll ich einfach die MSR claimen? Weil ich glaube, ich würde für den Stream nicht mehr nach Microtech gehen, sondern weil ich und Tobi sind beide, glaube ich, hier in Oweisen. Genau. Ja, und wir können jetzt sowieso aufhören, weil wir sind in der Zeit. Okay, ja, ich hätte sonst noch eine Horizon vorgeschlagen. Die Mission, die wir am Anfang gemacht haben, aber können wir auch machen. Gilt das als Schiff-Poof? Oder? Es geht als Vehicle-Poof. Ja, ich würde sagen, ja. Okay, Moment. Oh shit, das ist Caps Lock. Scheiße. It was going so well. Es tut mir leid, Suff. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin die Strecke ja davor schon mal gefahren. Ja, manchmal sind die Fahrzeuge ein bisschen seltsam irgendwie. Es tut mir leid.
Es war nicht meine Intention. Richtig. Was ist das für eine Kappe? Excuse me? Ach, die ist vom Undersuit, wenn du einen Helm anhast, dann hast du diese Kappe auf und die bleibt irgendwie andauernd eng. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Darf ich es droppen? Ja, gut, perfekt. Ich noch eine Undersuit hier rumfliegen irgendwo. Achso, Max, weil ich es gerade erst, ich hatte es überlesen. Ja, das Streamer-WG ist relativ. Es sind mehr Freunde, die zufälligerweise zumindest zum Teil auch streamen, also so rum, aber trotzdem halt so ein bisschen mit. Ich will da auch keine Fritzbox hinstellen, sondern entweder einen Linux-Rechner, der Routen macht, oder eine Drehmaschine und solche Spielereien. So, ich trage Klamotten. Ja, ist jetzt die Frage. Also, meinetwegen können wir auch direkt aufhören oder noch eine Oasen-Mission machen. Das darfst du dir. Oder eine Open Sense, ja. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute und ich lasse mir von Suff Stick-Dinge erklären und ihr holt das Zeug wieder. Es tut mir leid. Ich würde sogar vorschlagen, wir machen heute mal so ordentliche Streamer-Geschichten. Und Raiden eventuell sogar. Das ist ein guter Plan. Lass mich mal schnell. Meine OBS-App ist abgestürzt. Herrlichst. Wir können ja auch drüber reden, was wir jetzt in der Abmoderation schon mal, was wir denn so demnächst machen. Weil ich bin ja jetzt weg. Also die nächsten beiden Samstage bin ich nicht da und auch den nächsten Mittwoch. Ach stimmt, du bist ja in Pusemuckel. Genau. Du kannst natürlich mal überlegen, was du machst, ob du ein paar Vaults rennst, um mich aufzuholen oder gar nichts machst oder... Vielleicht machst du das Flight-Training, ne? Das geht auch, genau. Ja, ich hatte sogar Curry überlegt, weil ich da jetzt selber hinrenne. Das meinte ich mit ordentlich invaden. Das war meine Idee, dass ich zu Curry, weil ich da jetzt auch selber mich hinschieben wollen würde. Dann raiden wir doch gleich mal rüber zum Würzi. Genau, ich drücke mal diesen Button und dann drücke ich diesen Button. Und ja, morgen ist bei mir das übliche CTD-Donnerstag. Ja, morgen ist Donnerstag. Genau. Morgen ist bei mir CTD. Sons of the Forest mit Curry und Daos. Mhm. Und Samstag vermutlich Cozy Games, wenn ich was finde, was wir spielen können. Ansonsten gucken wir mal. Klönk ist in Kroatien. Ich wusste gerade nicht, ob das Public Knowledge ist. Ich habe nicht aufgepasst, gebe ich zu. Ja, ja. Ja, Klönk ist außer Landes, also gucken wir mal, was wir nächsten Mittwoch machen. Entweder mache ich mal Stream-Pause oder wir machen Star Citizen. Vielleicht erbarmt sich mir ja irgendwer und nimmt mich mit zum Flight Training oder so. Mal gucken. Wir werden sehen. Und bis dahin wünsche ich euch ein... Ach so, es sei denn, Klönk hat noch was. Nö, von mir dann nur bis in 2 Wochen Mittwoch. Dann wünsche ich euch einen schönen restlichen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß während dem Stream. Ich hatte Spaß und Lachflash und alles. Und, Danke fürs Vorbeischauen. Wir schicken euch rüber zu Curry für TFT. Genau, danke fürs Vorbeikommen, auch von mir. Und ich wäre sogar schon so bereit. Ja, ich auch. Dann einen schönen Abend noch. Bis dann. Find out more.